Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier zu einem weiteren Partner-Webinar beim digitalen Start Online. Wir diskutieren heute mit unseren Partnern von Oracle zum Thema Digitalisierung beginnt im Kleinen. Low-Code-Ansätze in der öffentlichen Verwaltung. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Digitalisierungspraktiker unter Ihnen wissen es, sie haben es nicht einfach in der Verwaltung. Es dauert oft Jahre, bis vernünftige IT-Lösungen am richtigen Platz umgesetzt sind. Meistens sind sie dann schon wieder von der neuen Technologie überholt. Doch es gibt eine Möglichkeit, lange Entwicklungszyklen agil und praktisch zu umgehen. Nein, was sage ich? Gar nicht umgehen, sondern anzugehen. Mithilfe des Low-Code-Ansatzes lassen sich kleine leistungsfähige Anwendungen einfach gebaut und in Eigenregie pflegen. Minimaler Programmieraufwand, visuelle modellbasierte Entwicklungsmethoden machen die Angestellten der Fachabteilungen selbst zu Entwicklern ihrer eigenen Anwendung. Was gäbe es Besseres? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lernen Sie heute den Low-Code-Ansatz anhand von Anwendungsbeispielen aus der Verwaltung kennen. Und da ich jetzt gleich selbst die Moderation dieses Partnerwebinars übernehme, wechsle ich einmal in die Moderationsposition, wünsche Ihnen aber schon mal viel Spaß und bitte beteiligen Sie sich wieder rege mit Ihren Fragen im Chat. Ich binde diese dann in die Moderation ein. Bis gleich. Ich kann niemanden hören. Ja, der Ton ist gerade weg. Ich höre auch niemanden. Ich höre die Frau Preul nicht. Ich sehe sie zwar, ich höre sie auch nicht. So, hört man mich jetzt? Jetzt hört man Sie, hervorragend. Ja. Die Videos sind unten gefroren, richtig? Ich weiß nicht, warum man mich nicht gehört hat, das tut mir leid. Ich habe jedenfalls begonnen mit dem Thema, dass wir über Geschwindigkeit sprechen, dem Weg weg von komplexen Fachanwendungen hin zu fachlichkeitsbezogenen IT-Entwicklungen als Veränderungsthema für die öffentliche Verwaltung. Und wir haben dazu heute kompetente Referenten eingeladen, mit denen wir sprechen, unter anderem von Oracle, Suprasteria und natürlich Verwaltungspraktikern, die das Thema Low-Code jeden Tag anwenden. Ich möchte an meiner Seite hier begrüßen, oben links, Herrn Martin Irtmann, Director Strategy and Innovation aus dem Public Sector der Oracle. Er ist seit 2016 bei Oracle, hat unter anderem diverse Stationen bei der IBM gehabt und ja, bei der SAS, genau. Und ist von 2007 bis heute ehrenamtlich CEO des Vereins Consino. Und lieber Herr Irtmann, Sie haben studiert an der University of Michigan Executive Education und Sozialpsychologie, wenn das richtig ist, und 2003 bis 2006 an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin ein Diplom Business Informatics
Studium absolviert. Dann über mir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen Sie Herrn Dr. Clemens Adelmann. Er ist Referent IT-Projekte und stellvertretender Leiter beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Und er war 2018 bis 2020 IT-Specialist beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, beziehungsweise ist dort in seiner Position seit 2018. Und zuvor war er IT-Specialist im Bundesamt für Strahlenschutz. Oben rechts von mir sehen Sie Hubert Lürkens. Er ist Leiter Softwareentwicklung beim Kraftfahrtbundesamt. Seit 2003 ist er in dieser Position tätig und er ist auch stellvertretender IT-Leiter. Er hat seinen Werdegang von der Softwareentwicklung über die Projektleitung und der behördlichen Einführung der Projektmanagement-Methodik und der Leitung der Softwareentwicklung auch dann sozusagen 2008 mit der Einführung der agilen Methode dort begleitet. Und er hat auch diverse Technologiewechsel schon erlebt, unter anderem, und das hat er mir gesagt, beispielsweise von Assembler auf Großrechnern bis heute und von daher auch Erfahrung sozusagen in dem Wechsel oder in der Veränderung hin zu Low-Code-Ansätzen. Eine ausreichende bzw. umfassende Expertise. Genau. Herr Maciej Dobrowski ist Senior Manager im Public Sector bei Soprasteria Next. Er ist seit 2005, also seit 15 Jahren bei Soprasteria. Er ist 2007 zum Diplom Sozialwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum absolviert. Und sein Abschlussthema war virtuelle Organisationen. Ich erwähne das hier, weil ich das ein sehr spannendes Thema tatsächlich finde. Dann unter mir sehen Sie Sven Arnold. Er ist Manager Public Sector auch bei der Soprasteria und auch seit 2005 dort. Er beschäftigt sich mit Low-Code-Ansätzen, Datenbanken, Datenverwaltung und Datensicherheit. Und Sie kommen ursprünglich von der Oracle und Sie haben ein MBA im Thema IT-Management absolviert. Und last but not least, Marcel Berghoff, Leiter Solution Engineering bei der Oracle. Und Herr Berghoff, Sie sind seit 27 Jahren bei der Oracle, also auch schon sehr lange. Sie waren vorher Director Cloud Systems Architects, unter anderem haben auch im Bereich Oracle SAP gearbeitet, beziehungsweise waren da Master Principal Sales Consultant. Und von 91 bis 92 waren Sie Manager Support bei P-Inc. Software Engineering. Und Sie haben einen Master in Information Technology and Economics absolviert an der University of Applied Science in Wedel. Und Sie alle haben quasi die geballte Fachkompetenz, auf die ich mich jetzt sehr, sehr freue. Und ich hoffe, dass auch der Ton bei allen Teilnehmern jetzt wieder einwandfrei läuft. Das soll auch tatsächlich genug des Monologes jetzt von mir sein. Ich freue mich jetzt auf den folgenden Ablauf. Wir werden beginnen mit einer Keynote und sozusagen der Aufzeigung des Big Pictures durch Herrn Dr. Irtmann und dann wird jeder der anderen Referenten hier auch noch einen kurzen Impuls bzw. seine Fachexpertise zu dem Thema vorstellen und dann steigen wir ein in die Diskussion. Nochmal die Aufforderung, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich bitte aktiv mit den Fragen im Chat zu beteiligen, denn wir wollen ja mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Und jetzt freue ich mich, lieber Herr Irtmann, auf das Big Picture zum Thema Low-Code. Freue mich natürlich auch, wenn Sie erstmal sozusagen beginnen, uns einzuführen, was ist überhaupt der Low-Code-Ansatz und wie sieht das technologische Framework dann tatsächlich dazu auch aus? Wunderbar, vielen Dank, Frau Dr. Proll. Ich versuche jetzt hier mal meinen Bildschirm zu teilen. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, kann man jetzt die Präsentation sehen? Ja, ganz wunderbar. Perfekt. Also, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Interessierte zu diesem Thema.
Ja, man liest die Überschrift und ja, fühlt sich vielleicht in der einen oder anderen Richtung angesprochen. Wir reden immer ganz, ganz viel über große Dinge, die gerade passieren müssen in unserem Land. Und das hat nicht alles und in jeglicher Form was mit Corona zu tun, Gott sei Dank. Aber gerade die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung bekommt jetzt gerade auch durch diese Krise, durch die wir gemeinsam gehen müssen, noch eine neue Dynamik. Ich möchte gerne mal versuchen, für den heutigen Webcast mit unseren Expertinnen und Experten einfach das Thema ein wenig aufzuspannen. Aus meiner Sicht geht es darum, drei Domänen in einen Zusammenhang zu bringen. Wir haben auf der einen Seite das Thema Verwaltungsmodernisierung in Gänze. Ich glaube, jeder von uns hat davon schon einiges gehört. Viele von Ihnen, von uns haben damit jeden Tag zu tun. Und man fragt sich natürlich immer, wie kann man den Anforderungen der Bürger, der Verwaltung selbst, der Wirtschaft gerecht werden, um in einem offenen Europa auch als Deutschland im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung einen Platz zu haben, der uns hilft, in die Zukunft zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch neue Themen und das ist heute so ein bisschen der Subschwerpunkt Low-Code als Paradigma. Ich will da gar nicht von Low-Code als Technologie sprechen. Ich würde das gerne ein bisschen separieren. Sie werden das auch heute in den verschiedensten Vorträgen merken. Low-Code ist einfach erstmal ein Paradigma, was sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt. Und last but not least, natürlich, man braucht für alles auch irgendwie Werkzeuge und Technologie. Nehmen wir mal ein Stückchen in die einzelnen Themen ein. Eins ist mir oder ist uns allen besonders wichtig. Es geht darum, den Fokus auf die Fachlichkeit zu setzen, auf die fachlichen Anforderungen, auf die Einhaltung und Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, letztendlich auch auf die Wünsche und Bedürfnislage der Bürger, der Wirtschaftsteilnehmer einzugehen. Wenn wir dann sozusagen etwas tiefer da einsteigen und mal uns mit diesen Anforderungen auseinandersetzen, dann stellen wir fest, dass die Geschwindigkeit, in der Anforderungen entstehen, massiv angestiegen ist. Es bekommt natürlich jetzt eine besondere Dynamik, wenn wir uns nur mit dem Thema Online-Zugangsgesetz, Registermodernisierung ein Stück weit auseinandersetzen. Da wird der deutschen Verwaltung gerade eine Menge auf den Tisch, auf den Arbeitsplatz gelegt, was umgesetzt werden muss. Und ich glaube, wir sind uns einig, die Geschwindigkeit, die steigt. Die Menge der Anforderungen wird auch nicht gerade weniger. In einem komplexen System, was nicht nur das föderale System in Deutschland betrifft, wo Kommunen, Bundesländer und der Bund zusammenarbeiten müssen, sondern auch in einem immer mehr europäisch wirkenden Kontext, nimmt die Menge an Anforderungen einfach massiv zu. Das bringt als logische Konsequenz eine deutlich gesteigerte Komplexität, weil es geht ja nicht nur darum, neue Anforderungen umzusetzen, sondern auch die alten Anforderungen, die immer noch da sind, ebenfalls performant an den Mann, an die Frau zu bringen. Gleichzeitig stellt man fest, dass hier und da der Lebenszyklus von Anforderungen, und ich spreche mal jetzt noch gar nicht von Technologiekomponenten, sondern der Lebenszyklus von Anforderungen deutlich verkürzt wird. Dinge ändern sich sehr, sehr viel schneller und damit müssen wir lernen umzugehen. Das Thema DSGVO, ich glaube, das ist selbsterklärend. Es wird immer wichtiger, Stichwort digitale Souveränität, Stichwort gläserner Bürger. Das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit, IT-Sicherheit von vornherein als Designprinzip für neue Themen mit zu integrieren. Natürlich kommt noch dazu, dass sich Anforderungen häufig ändern. Ich habe das nur gerade so ein bisschen mitbekommen, dass man im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes natürlich dabei ist, verschiedene neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Da gibt es juristische Sichtweisen darauf, Datenschutzsichtweisen darauf, technische Sichtweisen darauf. Es führt zu permanenter Veränderung und ja, das macht natürlich den Umgang mit Anforderungen nicht leichter. Ein weiteres Thema ist, dass man natürlich irgendwie ja von der Anforderung zu ein Stückchen ausführbarer, operationalisierter, umgesetzter Applikation kommen muss. Und das sieht jetzt hier mit diesen zwei kleinen Symbolen recht leicht aus, aber in der Praxis sind da doch einige Herausforderungen mit verbunden. Und ein letzter Punkt zum Thema Anforderungen und Verwaltungsmodernisierung. Man stellt immer mehr fest, dass dieses Wort, es muss zeitgemäß sein. Ich glaube, es ist
nicht richtig den Anspruch zu haben, dass wir hier in jeglicher Hinsicht Raketenwissenschaft nutzen, um irgendwie total super fancy moderne Dinge zu schaffen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass Verwaltungsmodernisierung auch immer im Kontext der zeitgemäßen Umsetzung erfolgt. Und das heißt für mich zeitgemäß, ich möchte darauf nicht ewig warten als Bürger. Es muss also in einer gewissen Form schnell passieren. Und nicht nur als Bürger, sicherlich auch als Mitarbeiter oder als Partner der Verwaltung. Das Thema Mobile Ready, also von wie, in welcher Form greift man auf Inhalte zu? Da zähle ich jetzt auch mal so ein Stückchen das Thema der virtuelle Arbeitsplatz, der jetzt auch gerade durch Corona ziemlich Renaissance erlebt oder einen Push bekommt. Ja, es darf auch gern schick sein. Also in der heutigen Zeit, wenn man sich mit Applikationen, mit Themen auseinandersetzt, die können inhaltlich so toll sein, wie sie wollen. Wenn sie nicht auch ein bisschen schick sind, wird es schwierig. Und ein ganz wichtiger Punkt, barrierefrei. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir allen Anspruchsgruppen innerhalb unserer Bevölkerung auch die Möglichkeit geben, Zugang zu Systemen zu haben, sowohl als Arbeitnehmer innerhalb der Verwaltung, als Partner der Verwaltung, wie auch Bürger und Wirtschaftsteilnehmer. Jetzt kommen wir nochmal zum Stückchen zum Thema Low-Code als Paradigma. Meiner Meinung nach ist das Thema Low-Code als Paradigma ganz stark angelehnt an dem agilen Manifest. Ich möchte da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Jemand, den das interessiert, der kann das sehr gerne mal googeln. Das agile Manifest besteht aus 4 Leitsätzen und 12 Prinzipien, die das Thema Entwicklung von Software und Applikationen aus einer methodischen Sicht, ja, etwas, ich will mal sagen, modernisieren. Herr Lürkens, Sie haben das in der Anmoderation schon gehört, hat auch schon seine Erfahrungen mit agilen Vorgehensweisen. Und wenn ich da mal eine Sache raus vielleicht zusammenfassen darf, und zwar, wir sind heute häufig, insbesondere auch in der deutschen Verwaltung, immer auf Vollständigkeit. Und Vollständigkeit ist natürlich ein wichtiges Kriterium, aber da leidet manchmal auch so ein Stück weit die Geschwindigkeit drunter. Und agiles Manifest, wenn man das mal grob zusammenfasst, heißt eben, Geschwindigkeit geht häufig vor Vollständigkeit. Was nicht bedeutet, dass in der Endausbaustufe eine Applikation, eine umgesetzte Anforderung nicht vollständig sein sollte. Aber die Frage ist, wie nähert man sich diesem Ergebnis? Ein weiterer Aspekt ist, dass man einen ganz starken Fokus auf die Umsetzung hat. Vielleicht haben Sie auch alle schon mal diese Redewendung gehört, what you see is what you get. Also relativ nah an den fachlichen Anforderungen sein, sehr, sehr agil in Sprints Dinge umzusetzen, dass man sofort ein mögliches Ergebnis sieht. Ein weiterer Punkt ist, man muss den vorhandenen oder entwickelbaren Fähigkeiten und Skills seiner Mannschaft irgendwo Rechnung tragen. Es ist ja toll, wenn man irgendwie davon träumt, was ganz Großartiges zu tun. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ui, habe ich eigentlich die Leute dafür? Habe ich ausreichend Leute dafür? Überall werden auch Stellen eingespart. Das macht es nicht gerade leichter. Also kommt man auch so irgendwann an den Punkt, dass man sich sagt, mit welchen Möglichkeiten kann ich denn eigentlich Anforderungen umsetzen? Da gibt es so ein tolles Modell, das habe ich in meiner Vergangenheit mal kennengelernt, das nennt sich T-Shapes. Das sind so Fachlichkeitsprofile, wo man hergeht und sagt, ich habe oben, der Buchstabe sieht aus wie ein T, Sie sehen das hier eingebindet, oben die Breite des fachlichen Know-hows. Und dann gibt es natürlich, insbesondere aus der IT-Perspektive, auch die technologische Tiefe, das IT-Know-how, was notwendig ist, um zum Beispiel Applikationen zu entwickeln. Und Sie sehen hier so ein Stück weit der Low-Code-Ansatz. Der adressiert oben im Wesentlichen die Fachlichkeit. Ja, man braucht auch etwas IT-Know-how, aber bei weitem nicht diese krasse Tiefe, die notwendig ist, wenn man zum Beispiel komplexe Fachverfahren in einem Java-Framework oder mit Microservices oder sonst wie entwickelt. Last but not least, Technologie. Ich glaube, das Wort Plattform ist uns in den heutigen Tagen alle sehr geläufig. Auch der Plattformgedanke. Wie betreibe ich sowas? Wie kann ich sicherstellen, dass das Ganze auch ökonomisch effizient funktioniert? Spielt hier eine große Rolle. Es geht auch ein Stück weit darum, ich habe das mal Wertschöpfungsprozess-Abstraktion genannt. Stellen Sie sich vor, man hat 10 Wertschöpfungstiefen.
da macht es schon Sinn, an der einen oder anderen Stelle mal drüber nachzudenken, muss man wirklich alle 10 Wertschöpfungstiefen selbst voll drauf haben, muss man die immer komplett selber auch mit umsetzen oder gibt es irgendwelche Konzepte und Ansätze und Low-Code ist in der Tat einer, wo man sagt, der untere Bereich, den überlasse ich anderen, einem System oder Experten und ich konzentriere mich möglicherweise wirklich auf den oberen Teil, den Übergang zur Fachlichkeit. Betriebskonzept, ganz wichtiges Thema. Ist immer toll, wenn Menschen in der Fachlichkeit sich Gedanken machen, wie sie die in ausführbare Applikationen umsetzen können. Aber das muss am Ende jemand betreiben. Und nicht nur einen Tag und nicht nur 14 Tage, sondern möglicherweise auch einen längeren Zeitraum. Da stellen sich dann Fragen, betreiben wir das selbst im eigenen Rechenzentrum? Nutzt man eine Public Cloud? Nutzt man eine Private Cloud? Wählt man einen hybriden Ansatz? Das sind alles Themen, die man dabei berücksichtigen darf. Datenmanagement, wir haben das heute schon gehört, der Herr Arnold ist auch ausgewiesener Experte für dieses Thema. Da muss man sich auch die Frage stellen, mit den vielen Daten, die notwendig sind, um fachliche Anforderungen umzusetzen, wie geht man damit eigentlich um? Es entsteht immer mehr der Anspruch, aus Daten Erkenntnis zu gewinnen. Das ist leicht gesagt. Das Wort Analytics haben wir alle auch schon 1000-mal gehört. Aber in der praktischen Umsetzung und das Ganze auch noch datenschutzkonform zu machen, ich kann ja nicht Daten, wie ich will, einfach so irgendwie zusammenbringen, sondern sie müssen auch schon in irgendeiner Weise separiert voneinander sein, trotzdem gemeinsam wirken. Das sind Herausforderungen, die kann man mit Technologie erfolgreich umsetzen. Skalierbarkeit, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Wenn die Anforderungen steigen, dann muss die Plattform, das System dahinter entsprechend mitatmen können. Und last but not least, und das ist mir wirklich wichtig, und damit schließe ich auch schon meine kurze Einführung, die Breite des Themas, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, dieser As-a-Service-Gedanke. Ich glaube, das hängt auch ganz eng zusammen mit diesen Wertschöpfungstiefen. Wenn immer man heute Dinge tut, ist es wichtig, sie zu dokumentieren. Wir wissen alle, wie wir selbst wahrscheinlich Dokumentation mögen. In dem Moment, wo man sie anfertigt, zumindest geht es mir so, ich will das gar nicht verallgemeinern, ist es einfach lästig. Aber dann kommt plötzlich der Zeitpunkt, wo man darauf angewiesen ist und wo man darauf zurückgreifen muss. Und da wünschte man sich vielleicht, man hätte das vielleicht etwas ernster genommen, von vornherein mitgedacht, mit eingebaut. Das Thema Security, ich habe es vorhin angesprochen. In Zeiten, wo immer mehr Teilnehmer eines Ökosystems interoperabel miteinander agieren wollen, muss das System auch eine gewisse Offenheit mitbringen. Mit dieser Offenheit entstehen neue Risiken. Diese Risiken sollte man von vornherein auch wieder als Designprinzip einfach mitdenken. Und ich habe vorhin von Komplexität gesprochen, das Thema Nutzerrechte und Rollen. Das sind alles Themen, mit denen muss man sich, wenn man sich über Applikationen auseinandersetzt, eigentlich Gedanken machen. Und da wieder kommt dieser Low-Code-Ansatz zum Tragen. Ich glaube, es ist ein wenig vermessen von einem Fachexperten, der sich mit Fachlichkeit auseinandersetzt, zu verlangen, dass er im Detail verstanden hat, wie Security funktioniert, im Detail verstanden hat, wie Dokumentation funktioniert, im Detail verstanden hat, wie er Nutzerrechte-Rollenkonzepte umsetzt. Da ist es doch schon eine große Hilfe, wenn man das als einen Dienst einfach als integrativen Teil mit nutzen kann und sich ganz, so wie es hier in der Mitte steht, den Fokus auf die Fachlichkeit setzen kann. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Das war die kurze Einführung. Frau Poll, ich gebe wieder zurück an Sie. Vielen Dank, Herr Irtmann. Ein sehr spannender Ansatz. Vor allen Dingen auch der Aspekt, Low-Code als Paradigma oder als Technologie zu verstehen, beziehungsweise dann auch gleich verbunden mit der Frage, ob es nicht dann doch beides ist. Dankeschön. Herr Lürkens, wie sehen denn die konkreten Anwendungsfälle für Low-Code bei Ihnen im Haus aus? Was haben Sie uns mitgebracht an Input und an Präsentation? Ja, ich schalte mal gerade meinen Bildschirm frei, dann kann ich ein bisschen was darüber ausführen. Erstmal moin moin aus dem hohen Norden. Moin zurück in den Norden. Wir sehen Ihren Bildschirm. Das ist gut. Dann muss der Rest jetzt auch gleich kommen. Perfekt, ja.
Das passt, Wir alles sehen die klar. Präsentation im Vollmodus, genau. Ja, die meisten, die uns jetzt hier zuhören und zusehen, werden wahrscheinlich mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig Kunden beim Kraftfahrtbundesamt sein. Hier bin ich Leiter der Softwareentwicklung, wie Frau Dr. Poll eben schon erklärt hat. Ja, Kunde deswegen, weil wahrscheinlich hat man einen Führerschein und ist deswegen bei uns in der Führerscheindatenbank. Vielleicht besitzt man irgendein Fahrzeug und ist deswegen irgendwo im zentralen Fahrzeugregister gespeichert. Vielleicht hat sich der eine oder andere sogar mal, ohne es zu wollen, einen der berühmten Flensburger Punkte eingefangen. Und ansonsten betreiben wir auch noch ein paar andere Register, also im Umfeld Lkw-Verkehr, also die Fahrerkarten zur Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten. Die werden bei uns nicht nur in Datenbanken gespeichert, wir personalisieren auch die Chipkarten, betreiben das zugehörige europäische Trust Center. Und demnächst können wir dann auch noch in Datenbanken speichern, wenn Sie sowas haben wie eine Zusatzqualifikation für Gefahrguttransporte und Ähnliches. Und damit habe ich eigentlich fast schon den ersten Punkt der Agenda abgearbeitet, nämlich das KBA kurz vorzustellen. Das ist mir insofern wichtig, weil wir eigentlich keine, ich sag mal, ganz klassische Behörde sind, die vorwiegend mit Büroanwendungen zu tun hat, sondern wir sind eigentlich eine sehr IT-lastige Behörde. Das führt natürlich zu besonderen Herausforderungen, die ich kurz vorstellen wollte. Danach richtet sich unsere IT-Organisation aus und genau deswegen haben wir auch eine relativ starke eigene Softwareentwicklung. Und ich denke, das ist eine wichtige Voraussetzung, damit Sie erkennen können, nach welchen Kriterien wir dann unsere Tools ausgewählt haben und entsprechend dann natürlich sich daraus auch die Einsatzfelder entwickeln. Und am Ende kommt noch ein ganz kurzes, kleines Fazit. Bisschen was über das KBA habe ich schon erzählt. Ich will das auch ganz kurz halten. Das finden Sie alles auf der Seite www.kba.de. Aber wenn Sie mal in die Themen im Schnellzugriff, was es da auch gibt, durchgucken, werden Sie feststellen, Punktekatalog kennt man. Das Stichwort Simson spricht für einen ganz anderen Bereich unseres Hauses. Die allgemeine Betriebserlaubnis für Fahrzeuge und Fahrzeugteile wird bei uns erstellt und dann können Sie die natürlich auch für historische Mofas und Ähnliches bei uns bekommen. Das ist durchaus eine ganz spannende Geschichte. Wenn Sie mal weiter gucken, werden Sie das berühmte Thema Diesel finden. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Sie werden finden, dass wir Statistiken darüber machen und so weiter und so fort. Also Sie merken schon, sehr IT-lastige Behörde. Und die Herausforderungen sind, dass wir tatsächlich durchaus komplexe Fachverfahren haben und das sind alles Unikate. Sowas wie die Flensburger Punkte können Sie nicht auf dem Markt kaufen und spätestens bei jedem Wahlkampf kommt wieder die Reform des Punktesystems hoch. Das heißt, wir müssen auch von unserer Seite her da eine sehr kurzfristige Handlungsfähigkeit sicherstellen. Die Systeme, die wir haben, müssen hoch verfügbar sein, 24/7. Wir haben sehr hohe Nutzer- und Transaktionszahlen. Wir haben ein ganz umfangreiches Geflecht von Schnittstellen zu Behörden auf allen Ebenen, also Bund, Länder, Kommunen. Wir sind zentrale Kopfstelle zur EU, wiederum für alle möglichen Behörden auf den einzelnen Ebenen. Wir haben umfangreiche Beziehungen in Richtung Wirtschaft und last but not least natürlich auch zum Bürger. Und all diese Dinge sind sehr stark vernetzt. Das kann man sich am Beispiel der Fahrzeugzulassung ganz gut vorstellen. Wenn Sie Ihr Auto bei der Zulassungsstelle anmelden, sind die natürlich online bei uns angebunden. Nebenbei gucken wir nochmal dann bei der Finanzverwaltung nach den Steuern. Wir gucken nebenbei nochmal bei den Versicherungen, ob Versicherungsschutz besteht und so weiter und so fort. Und das Ganze muss natürlich ausfallsicher stattfinden. Und das ist also nicht ganz trivial. Unsere IT-Organisation hat sich dann da auch ein bisschen ausgerichtet. Ich habe es mal so ein bisschen aufgeteilt, links die klassische IT, was man so hat, die ganzen grundsätzlichen Sachen, die geklärt werden müssen, dann die einzelnen Rechenzentren, die wir betreiben, wir haben einen Softwareentwicklungsbereich, wir haben einen Bereich für die Windows-Systeme, wir haben einen Bereich für Netz und DMZ und dann werden diese zentralen Systeme noch in einem eigenen Bereich administriert und dann haben wir aber auch eine ganze Menge IT-nahe Bereiche, die auch nicht organisatorisch der IT direkt zugeordnet sind. Beginnen bei IT-Sicherheit, Projektmanagement, Testautomatisierung
und ich habe es eben schon kurz gesagt, Chipkartenpersonalisierung im Betrieb des Trust Centers, sodass wir ungefähr 20% des gesamten KBA-Personals, und das sind über 200 Personen, in der klassischen IT- bzw. IT-nahen Bereichen auch einsetzen. Vor diesem Hintergrund kann man vielleicht auch verstehen, dass 45 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung nicht nur sich mit Low-Code beschäftigen. Das ist ein Teil unserer Aufgaben, insbesondere für die Registeranwendungen kommen bei uns die Java-Teams zum Einsatz. Die Daten, die wir haben, das ist ja ein richtiger Schatz, und dafür haben wir ein Data Warehouse-Team, was sich um die Datenauswertung kümmert, und das Low-Code-Team kümmert sich eher so um die, ich nenne es mal in Gänsefüßchen, kleineren Anwendungen. Das ist sicherlich jetzt nicht wertend gemeint. Und dabei steht immer im Fokus, die Handlungsfähigkeit selber herzustellen, indem wir auf allen Ebenen agil reagieren können, und deswegen müssen wir das Know-how im Haus behalten und unsere Vorgehensweisen darauf auch ausrichten. Als wir uns mit dem Thema Low-Code beschäftigt hatten, haben wir so einen kleinen Kriterienkatalog gemacht, mit welchen Tools wollen wir eigentlich arbeiten. Und ich habe mal so ein paar Highlights rausgezogen. Uns war wichtig, dass wir zumindest die einfacheren Anwendungen vergleichsweise schnell erstellen können. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, was klein beginnt, kann am Ende doch sehr komplex enden. Das heißt, es muss technologisch die Möglichkeit bestehen, dass am Ende auch komplexe Prozesse immer noch umsetzbar sind, einfach weil sich die Anwendungen zumindest bei uns im Haus immer einen längeren Zeitraum entwickeln. Wichtig ist auch, dass gängige Browser als Frontend verwendet werden können und ein responsives Design erfordern. Das beginnt damit, dass sich irgendwann mal wieder die Bildschirmgrößen ändern, die im Haus sind. Genauso, dass man ein gängiges Datenbanksystem unterstützt, dass das Ganze sich in die bestehende IT-Landschaft gut integriert, dass das Ganze eine vernünftige Architektur hat, auch in Hinsicht auf IT-Sicherheit, und dass wir das Ganze vernünftig versionieren können, weil Software ist immer lebendig. So, und jetzt kommen wir zu den Einsatzfeldern. Das ist wahrscheinlich das Spannendste, was wir überhaupt jetzt hier so zu berichten haben. Da habe ich allerdings nur relativ wenige Punkte. Ich möchte es lieber ein bisschen mündlich ausführen. Kleine Inhouse-Anwendungen. Einmal zur Abgrenzung, die großen Register mit all den zigtausend Partnern außerhalb, das machen wir nicht mit Low-Code. Das sind die schwergewichtigen Java-Anwendungen. Aber kleine Inhouse-Anwendungen, die können wir wunderbar damit machen. Ein schönes Beispiel sind zum Beispiel Betriebskennzahlen. Wir arbeiten mit Partnerbehörden zusammen, die uns irgendwelche Daten melden, und da passieren Fehler. Und das auszuwerten, hat man früher mit Excel gemacht oder mit Listen oder sonst was. Und wenn Sie das in einer kleinen Datenbank haben und da mit einem Low-Code-Ansatz vernünftige Oberflächen drauflegen, um das zu filtern, um das auszuwerten, um es zu gruppieren oder auch zu visualisieren. Also da haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und es ist 10-mal besser, als da mit Excel, ich sag mal, rumzubasteln. Ein großes Thema bei uns ist die Pflege von Referenz- und Stammdaten. Da bietet es sich natürlich auch an, da nicht eine schwergewichtige Java-Anwendung zu machen, um festzustellen, dass ein Fahrzeughersteller irgendwie unter einer bestimmten Schlüsselnummer bei uns im Register drinsteht. Diese Referenzdaten kann man viel, viel einfacher pflegen. Das Thema Visualisierung hatte ich schon mal angesprochen, zum Beispiel, dass man auch anhand einer Deutschlandkarte relativ leicht regionale Schwerpunkte sehen kann. Wenn man sich sowas live mal angucken will, ich weiß nicht, wie die Kollegen vom Robert-Koch-Institut das gemacht haben, aber da kann man ja auch zum Beispiel auf Landkreisebene die Fallzahlen analysieren. Und was für uns ein großes Highlight eigentlich ist, ist, dass wir festgestellt haben, man kann mit so einem Low-Code-Ansatz tatsächlich für unser Data Warehouse ein schlankes Frontend bauen. Man muss nicht immer ein schwergewichtiges BI-Tool haben. Man kann tatsächlich mit so einer Low-Code-Anwendung ein kleines Frontend schaffen, wo
die Fachabteilungen, die ja nur einen reduzierten Fokus haben, genau auf ihren Fokus auch geführt werden, ohne dass man da ein Riesenräderwerk dahinter hat. Ja, Vor- und Nachteile des Ganzen, ja, dass ich die Erfahrung habe, das Deployment geht relativ schlank. Sie müssen nicht wie in einer schwergewichtigen Java-Anwendung Container und ich weiß nicht, was alles verteilen wird. Bei unserem Ansatz passiert so ziemlich alles in der Datenbank und man kann dann komplette Pakete packen, deployt sie in die Datenbank und das war's schon. Das macht es also relativ einfach, was den Übergang zwischen Entwicklung, Test und Betrieb angeht. Man kann Standard-GUIs, also Benutzeroberflächen, relativ leicht entwickeln. Man kann daher auch ein gutes Prototyping mit dem Anwender machen, also den agilen Ansatz. Wir haben auch festgestellt, es ist eine relativ schnelle Lernkurve. Allerdings, da möchte ich dem Herrn Irtmann von eben durchaus widersprechen. Also es ist nicht so, dass jeder Verwaltungsfachangestellte mit einem Low-Code-Ansatz jetzt eine kleine Anwendung entwickeln sollte. Damit landen wir eher bei Bastellösungen, die keine Nachhaltigkeit haben. Also wir brauchen da schon durchaus qualifizierte Entwickler. Aber in der Tat, es ist natürlich ein ganz anderes Technologieverständnis erforderlich, wenn man eine schwergewichtige Java-Anwendung von ganz unten machen. Hier kann man sich doch vieler vorgefertigter Dinge schon bedienen. Und was wir auch festgestellt haben, man kann tatsächlich die Softwareentwicklung in weiten Teilen automatisieren. Also aus dem Java-Umfeld kennt man ja sowas wie modellgetriebene Entwicklung, das ist immer ein bisschen schwierig, aber gerade diese Einsatzfelder, wie wir sie hier jetzt auch haben, Referenzdatenpflege, Referenzdaten haben eigentlich immer, oder auch Stammdaten haben eigentlich immer eine vergleichbare Struktur und dann kann man natürlich sehr gut anfangen zu sagen, okay, diese Struktur, die standardisieren wir und dann setzen wir tatsächlich Automaten auf, die dann solche Low-Code-Oberflächen generieren. Was wir als negative Punkte so ein bisschen festgestellt haben, in dem Moment, wo die Anforderungen dann ein bisschen komplexer werden, dann muss man tatsächlich auch sehr komplexes JavaScript schreiben und dann wird es leicht unübersichtlich. Und wo wir nicht so ganz glücklich sind, da haben wir ein bisschen höhere Ansprüche. Das mit der Versionierung über die üblichen Versionierungstools, Git, Subversion und so ähnlich, das finden wir noch ein bisschen hakelig. Vielleicht noch eins, wir setzen diese Anwendung ausschließlich in-house ein, also für die Sachbearbeitung im Haus selber. Extern sind die Java-Anwendungen platziert. Und welches von beiden, welcher der Ansätze jeweils der bessere ist, das muss man tatsächlich im Einzelfall betrachten und das wäre eigentlich auch mein Fazit. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, man muss immer gucken. Aber man braucht auf jeden Fall für jeden Ansatz auch entsprechend qualifiziertes Personal. Das war's erstmal. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Herr Lürkens. Wir haben auch eine Frage schon im Chat, aber ich greife die gleich erst auf. Wir machen erstmal weiter mit den Präsentationen, wie wir es auch gesagt haben. Dankeschön, Herr Lürkens. Wenn Sie noch die automatische Bildschirmfreigabe beenden könnten, dann würden wir Sie auch wieder sehen. Das wäre total klasse. Und machen dann auch gleich weiter mit Herrn Dr. Adelmann. Denn mich würde natürlich auch interessieren, wo und in welchen Fällen Sie Low-Code beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung nutzen und wie das bei Ihnen in der Praxis aussieht. Denn diese praktischen Beispiele waren schon sehr hilfreich tatsächlich. Und ich glaube, Sie machen ja auch komplexere Fachverfahrensmodernisierung mit Low-Code-Ansätzen, wenn das richtig ist. Ja, Frau Proll, das ist richtig, aber ist sozusagen hier durchaus ein Kandidat für ein Verfahren, wo die Komplexität nicht so hoch ist. Ich würde jetzt gleich mal in die Präsentation einsteigen, bei der Gelegenheit auch nochmal unser Bundesamt vorstellen, das ja noch eine relativ junge Behörde ist und quasi auch sozusagen in einem Top-Down-Ansatz aus der Aufgabe des Amtes, die Fachaufgabe und dann die Anwendung, die ich jetzt konkret beschreiben will, darstellen. Ich wechsle mal in die Präsentation. Ich hoffe, das ist jetzt sichtbar. Ich sehe noch keine Präsentation.
Oh. Okay, Moment, dann muss ich da noch mal wieder zurück. Jetzt sehe ich Ihren Bildschirm. Okay, da haben wir Sie. Jetzt wollen wir starten. Ja. Okay. Perfekt, sehr gut. Sieht sehr gut aus. Ja, also der Projektname heißt BFOR. Es ist eine Datenbank für meldepflichtige Ereignisse, die ich hier vorstellen will. Und bevor ich da jetzt einsteige, beginne ich mit dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Ich bin jetzt nicht sicher, ob jeder das kennt, anders als beim Kraftfahrt-Bundesamt, was natürlich irgendwo auch immer präsent ist. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt auch gerade sozusagen in der Politik präsent. Kurz sozusagen zur Einordnung. Wir haben sozusagen den Ansatz, neue Behörde zu sein. Die Abkürzung BASE wird auch BASE ausgesprochen. Also wir haben da durchaus den Ansatz, eine moderne Behörde zu sein. Es ist jedenfalls eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich Umwelt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Kurz zur Entstehung. Es hat stattgefunden eine Restrukturierung des Geschäftsbereiches infolge der geänderten Zuständigkeit bei der Endlagersuche. Und also es ist so, dass sozusagen da das Thema Strahlenschutz und das Thema Endlager voneinander getrennt werden soll. Das war ein Aspekt. Und das zweite ist, dass es in diesem Bereich des Aufbaus und des Betriebs von Endlagern dort, also es wurden dort gesehen, dass es dort also die Trennung von operativem Geschäft und Aufsicht etwas stärker sein müsste, als es gewesen ist. Man kann über die Kritik diskutieren, das wurde jedenfalls ernst genommen und man hat es getrennt. Das BASE ist quasi die Aufsichtsbehörde und der Vorhabenträger ist eine Bundesgesellschaft mit Sitz in Peine, die BGE. Dort ist sozusagen auch diese Gesellschaft umstrukturiert worden. Die war vorher, der Aufsichtsrat war verschiedenen Ministerien zugeordnet. Das ist jetzt alles komplett im Umweltressort gelandet. Das heißt also, das hat da der Ansatz war, das zu verschlanken. Die Gründung fand 2014 statt. Natürlich sozusagen zuerst 11 Personen, ein Aufbaustab, der Formalitäten geregelt hat. Ab 2016 begann dann mit der Auswahl des Amtsleiters der Aufbau der Behörde. Standorte sind Berlin und Salzgitter. Salzgitter als sozusagen Standort des Bundesamtes für Strahlenschutz, wo die entsprechenden Personen halt dann übergegangen sind. Und zwar ab 2017 der Personalübergang. Das hat eben dazu geführt, dass zum Beispiel die Verwaltung dort geteilt wurde und die IT eben auch. Und wir haben damit einen relativ kleinen Stamm dann angefangen. Da sage ich gleich noch was dazu. Jetzt im Januar 2020 vorher waren wir noch im Ministerium selber untergebracht, eine eigene Liegenschaft in Berlin bezogen, an prominenter Stelle da in der Nähe vom Tiergarten. Und wir sind eine Behörde im Aufbau. Wie gesagt, 11 Personen im Jahr 2016. Jetzt sind wir bei ca. 330 Beschäftigten, Zielgröße ist 450 und es ist so, dass wir praktisch jeden Monat ungefähr 10 Personen neu einstellen. Also für eine Bundesbehörde ein extrem, wie soll ich sagen, ungewöhnliches Szenario, dass man dort so einen massiven Personalaufbau hat. Und das hat natürlich dann ganz eigene Konsequenzen. Die Aufgaben, die habe ich jetzt sozusagen hier nochmal kurz zusammengefasst, gehe einmal kurz durch. Orientieren sich am Atomgesetz und Standortauswahlgesetz, da kann man das alles nachlesen. Die Überwachung des Standortauswahlverfahrens zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle ist sozusagen da ein Kernthema. Und da wir die Aufsicht sind, ist sozusagen da die konkrete Arbeit vor Ort macht diese Bundesgesellschaft, die im gleichen Ressort ist. Aber was unser Haus macht, ist die Beteiligung der Öffentlichkeit bei den danach gelagerten Verfahren halt zu organisieren, Konferenzen und Anhörungen und das alles zu organisieren. Dann Genehmigungsverfahren, Berg-, Wasser-, atomrechtliche Verfahren sind in diesem Zusammenhang auch durch uns zu leisten. Das ist einfach sozusagen da haben die Juristen gesagt, das muss man so machen und nicht anders. Eine Bundesgesellschaft hat nicht den entsprechenden Status. Die Aufsicht über die entsprechenden Endlager und die Auswahl findet statt. Endlager gibt es ja schon in Morsleben, die Asse.
Schacht Konrad ist im Aufbau. Des Weiteren werden Genehmigungsanträge für Zwischenlager bearbeitet und für Transporte, also Stichwort Castertransporte, das wird hier auch geprüft und genehmigt. Allerdings das operative Geschäft obliegt dann entweder also den Transportgesellschaften und den Ländern, die dann sozusagen polizeiliche Maßnahmen machen oder das Eisenbahnbundesamt, wenn es über die Bahn geht. Wir prüfen hier nur die Behälter und sozusagen die radiologischen Aspekte. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist das genehmigt. Aber der Termin, das ist sozusagen die Eigenverantwortung. Dann gibt es noch Themen wie staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen. Und wir stellen Expertise in Fragen der kerntechnischen Sicherheit zur Verfügung. Das ist natürlich jetzt, wo dieser Atomausstieg beschlossen ist, zwar irgendwo mit einem Abschlussdatum versehen, aber die Zeiten, wo die Rückbauten und so weiter stattfinden, das wird auch noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Und in diesem Zusammenhang sieht man sich hier auch als Forschungsbehörde und beteiligt sich an der internationalen Zusammenarbeit. Der Fokus ist natürlich auf deutschen Anlagen, aber wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, dort ist es halt auch so, dass dann Kontakt zu den anderen Ländern halt dort stattfindet. Das jetzt als kurzer Aufriss. Die Organisationsstruktur einmal kurz vorgestellt, die orientiert sich natürlich an diesen Aufgaben. Residualbereich hat man natürlich immer. Abteilung zentrale Dienste, da ist sozusagen die klassische Verwaltung, also Organisation, Personal, Finanzen und Einkauf organisiert, zusammen mit Querschnittsdiensten wie die IT, Bibliothek, Fahrdienst, Haustechnik, die dort untergebracht sind. Ich sage jetzt mal Größenordnung ungefähr 70 Personen. Allerdings auch im Aufbau befindlich. Personalabteilung ist recht groß, einfach weil so viel Abwicklung da stattfinden. Abteilung KE ist das nächste für die nukleare Sicherheit und atomrechtliche Aufsicht in der Entsorgung. Das ist sozusagen jetzt so ein bisschen strukturiert nach den historischen Dingen. Das ist vom Bundesamt für Strahlenschutz übergegangen. Abteilung GE, Genehmigungsverfahren für Zwischenlagerung und Transporte, wie ich es gerade erwähnt habe. Neu dazugekommen, eine Abteilung für Standortauswahlverfahren, das ist die fachliche Begleitung. Das heißt, da also gibt es dann Geologen und Juristen, die sozusagen das abwickeln. Es gibt eine Abteilung für Öffentlichkeitsbeteiligung, das sind die Öffentlichkeitsarbeiter, die Veranstaltungen organisieren und Social-Media-Auftritte und sowas alles vorbereiten. Und es gibt einen Bereich für aufgabenbezogene Forschung, Berg- und Wasser- und atomrechtliche Verfahren. Unsere Anwendung, die wir jetzt hier betrachten, ist sozusagen eine aus der Abteilung KE, die es schon etwas länger gibt und die jetzt sozusagen modernisiert werden muss. Das ist dieses IT-Verfahren BEFOR. Was ich jetzt hier kurz vorstellen will und ja, erstmal die zu erledigende Fachaufgabe. Ich gehe hier diesen Top-Down-Ansatz. Es geht darum, meldepflichtige Ereignisse in kerntechnischen Einrichtungen, das sind Kraftwerke oder auch Anlagen, die das verarbeiten und so weiter, zu erfassen und zu bewerten. Und die zuständige Organisationseinheit ist die Störfallmeldestelle der Abteilung KE. Und jetzt sozusagen nochmal das im Einzelnen. Hier ist ein wichtiger Punkt, dass die direkte Zuständigkeit zum Beispiel bei Kraftwerken bei den Betreibern liegt und bei den Ländern, sodass hier die, sagen wir mal, Katastrophenschutzmaßnahmen und Messungen vor Ort nicht durch uns, die wir ja eine Bundesbehörde sind, wahrgenommen werden, sondern durch Länderbehörden. Nichtsdestotrotz werden hier halt die Daten zusammengetragen von den verschiedenen Ländern und zum Teil auch von ausländischen Anlagen. Und also letztlich geht es darum, ich nenne es jetzt mal Forensik zu betreiben, das heißt so eine Art Zweitbewertung von irgendwelchen Ereignissen durchzuführen und eben zu prüfen, wie schlimm war es denn tatsächlich und was lernt man für die Zukunft daraus? Kann man das irgendwie vermeiden oder wie geht man damit um? Diese Daten werden von den Anlagenbetreibern und von den Ländern über Meldeformulare gesammelt. Das ist zum Teil Papierform, ist aber auch zum Teil elektronisch. Und die Angaben werden halt begutachtet. Da werden halt verschiedene
interne und externe Gutachter zu Stellungnahmen eingeholt und es gibt eine regelmäßige Berichterstattung an die vorgesetzte Behörde, auch ans Parlament und auch an die Öffentlichkeit. Das heißt, das ist jetzt kein, das sind keine Geheimdaten, die werden veröffentlicht alle, allerdings sozusagen mit einem zeitlichen Delta. Das heißt, als erstes werden hier die Behörden und das Parlament informiert und dann nachrangig die Öffentlichkeit, sodass man sagen kann, die unmittelbaren Benachrichtigungen, wo es vielleicht innerhalb eines Monats passiert, das passiert intern. Und ich sage jetzt mal so, es gibt ja sicher Situationen, wo man erstmal analysieren muss. Nach allerspätestens 2 Jahren ist alles veröffentlicht, was es dort an Informationen gibt. Ja, und in diesem Zusammenhang jetzt das Erneuerungsprojekt, diese Anwendung selber gibt es schon länger. Die hat natürlich auch verschiedene technische Phasen durchlebt, aber ist eine, was älteres Projekt, wird aber jetzt, geht vom Bundesamt für Strahlenschutz über an das BASE. Und das ist sozusagen die erste Anforderung, die dieses Projekt jetzt hatte. Auch der Betrieb soll übergehen. Wir sind ja noch im Aufbau befindlich, sodass momentan über eine Verwaltungsvereinbarung das BFS das noch betreibt, aber nichtsdestotrotz ist das endlich und das soll im nächsten Jahr dann halt auch an uns komplett übergehen und von uns betrieben werden. Die technische Plattform, die im Wesentlichen auf Oracle Forms beruht, muss erneuert werden und wir wollen im Prinzip auch gleich versuchen, ohne das Forms auszukommen. Es gibt gewachsene Teillösungen, die zusammengeführt werden sollen. Im Wesentlichen geht es um das Berichtswesen, was über ja, Office-Dokumente geht. Also sozusagen statische Berichte sind nicht gewollt, weil das redaktionell noch immer nachbearbeitet wird. Und da gab es halt sozusagen zum Teil Lösungen, die bis hin zu Word-Makros gingen und so weiter. Und das soll natürlich alles konsolidiert werden. Die Zugangssicherheit ist ein Thema. Wir haben einen recht komplizierten Zertifikatsmechanismus für Personen, die von außen sind und wollen das durch eine Zwei-Faktor-Lösung ersetzen. Da ist ein klarer Horizont da. Und es gibt neue fachliche Anforderungen, die auch umgesetzt werden sollen. Einfach das Thema sozusagen endlagerbezogene Anlagen sollen auch mit aufgenommen werden. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein im Näheren, wenn wir uns mal die Anwendung konkret angucken. Randbedingungen will ich gleich auch nennen bei diesem Projekt. Und zwar einmal natürlich beim BASE die Aufbausituation, Stichwort Personalgewinnung. Überall sieht man, dass neue Mitarbeiter auftauchen, auch der IT-Bereich. Wir sind mit 7 Personen vom BFS gekommen. Momentan ist der IT-Bereich 12 Personen groß. Die Zielgröße ist 20 oder 21. Und wir sind natürlich dabei, auch unser Team aufzustellen. Gleichzeitig wird eine eigene IT-Infrastruktur aufgebaut. Und da ist man sozusagen auch immer noch auf der Ebene der Technik und muss gleichzeitig aber auch irgendwo mit den Anwendungen klarkommen und von allen Seiten kommen Anforderungen. Wir haben Umzüge in eine neue Liegenschaft bezogen. Es wird aufgrund der Raumnot werden permanent neue, kleinere Bereiche in Berlin angemietet und wieder abgemietet. Da ist also auch eine sehr große Dynamik dabei. Der zweite Punkt der Randbedingung ist, dass wirklich wir als moderne Behörde ein gewisses Selbstverständnis haben. Es gibt also als moderne Behörde mobiles Arbeiten, eine kreative Arbeitskultur, auch viele Anforderungen, die sich ständig ändern. Ist natürlich für Low-Code ja, sozusagen ein günstiges Umfeld. Es gibt hohen Kommunikationsbedarf, auch wegen der Öffentlichkeitsarbeit und auf der anderen Seite natürlich die IT-Sicherheitsanforderungen. Also wenn wir gehackt würden, das wäre natürlich nicht schön. Und es gibt sozusagen das Thema IT-Konsolidierung des Bundes, wo man dann sagt, dann muss die ganze Struktur, die jetzt aufgebaut wird, gleich wieder abgegeben werden. Und das ist völlig unklar, wie das da weitergeht. Und in diesem Rahmen funktioniert halt und muss dieses Projekt irgendwie laufen. Und welche Entscheidungen wurden dort getroffen? Also zum Vorgehen jetzt ganz kurz. Das sind eigentlich die wichtigen Punkte an der Stelle. Wir haben uns für ein agiles Projektmanagement entschieden. Es gibt eigentlich auch gar keine Alternative dazu bei der Softwareentwicklung, weil die Anwendung doch relativ klein ist, sodass man hier die Chance hat, relativ schnell zu einem Ziel zu kommen. Und wenn jetzt die Nutzeranforderungen, die Wesentliches ausmachen, dort
gewisse Dynamik oder Unbestimmtheiten haben, dann hat man sofort ein Feedback, kann in kurzen Zyklen Anpassungen machen und kommt sehr schnell voran. Die Komplexität der Anwendung ist jetzt nicht so hoch, das eignet sich sehr gut dafür. Wir sind dazu gekommen, Oracle Apex einzusetzen, weil wir auch im BFS schon dort in der Richtung Expertise haben. Also wir haben jemanden, der sich damit extrem gut auskennt, für das Berichtswesen das Office Print, können aber auch, da es sozusagen dort Bausteine gegeben hat, Dinge wiederverwenden, die es schon gibt und kommen natürlich dadurch dann auch zu wirtschaftlichen und zeitlichen Vorteilen. Und was wir auch als gute Gelegenheit hatten, waren, dass wir sozusagen Entwickler gefunden haben. Wir entwickeln also nicht selber, aber wir konnten das aus dem Kaufhaus des Bundes beziehen und was sonst langfristige Ausschreibung bedeutet hätte, ging sehr schnell. Und eine Entwicklungsumgebung, da wir das einfach nicht hatten, haben wir in die Oracle Cloud gelegt und konnten eben auch auf dem Weg da relativ schnell zu einer guten Lösung kommen. Und deswegen sind wir da eigentlich auch bei diesem Projekt mit relativ kurzen Fristen ausgekommen. Ich will einmal kurz auf diesen Zeitplan eingehen. Also die Pläne dazu haben sich im letzten Jahr halt ergeben. Der Beginn der Entwicklung war jetzt Januar 2020. Und der erste Schritt war, ein Minimal Viable Product zu erstellen, was im Juli vorlag, wo das Aussehen der Masken und so weiter schon in einer gewissen Art und Weise fertiggestellt war. Der Aufwand war in einer gewissen Art und Weise begrenzt, aber man konnte eben schon was sehen. Das Berichtswesen ist natürlich noch offen. Ich habe jetzt sozusagen hier nochmal Wunschtermine genannt, Fertigstellung der Anwendung April 2021. Momentan arbeiten wir weiter an den noch offenen Punkten und ich kann mir vorstellen, dass wir das bis zu dem Zeitpunkt auch schaffen. Danach soll es einen Pilotbetrieb geben und also das wird dann nur im Hause benutzt. Es gibt allerdings auch in dem Altverfahren Anwender, die außerhalb des Hauses sind. Nur der Kreis ist relativ groß und es muss Werbung dafür gemacht werden, sodass wir davon ausgehen können, dass der Produktivbetrieb erst im Jahr 2022 aufgenommen wird, was nicht an der Technik liegt, sondern einfach nur, dass man Marketing betreiben muss und sozusagen die Beteiligten irgendwie dort einschwören muss. Und damit sozusagen kurz zu diesem Projekt. Ich will jetzt noch ein paar Masken zeigen, wie sozusagen das Look and Feel von dieser Anwendung aussieht. Ich fürchte, das ist jetzt ein bisschen klein, aber man kriegt so, das sind sozusagen die Styles, die die Anwendung so bietet. Es ist ein ganz ansprechendes Layout. Hier ist eine Stammdatenfliege für die Anlagen. Ich gehe mal weiter. Der Einstieg für die Ereigniserfassung. Man sieht hier, es gibt 6 Meldeformulare zur Spaltung von Kernbrennstoffen, Kernbrennstoffver- und Entsorgung, Aufbewahrung, Endlagerung, Entsorgung radioaktiver Abfälle, ausländische Ereignisse. Die unteren sind halt neu dazugekommen. Und dafür gibt es sozusagen hier, das sind die Buttons, mit denen man Ereignisse erfasst und bekommt dann jeweils so Eingabeformulare, die elektronisch befüllt werden können. Man kann auch dasselbe erfassen und das gibt es auch als Papierversion, wenn jemand das nicht möchte. Hier nochmal sozusagen Layout für so eine Maske. Man hat hier so eine Art Breadcrumb oder Workflow-Komponente, wie man es vielleicht auch von Online-Shops kennt, wo dann hier Kopfdaten, Betriebswerte, beteiligte Einrichtungen, Texte, radiologische Auswertungen und so weiter erfasst werden. Die Maske ist schön in der Optik und auch gut zu bedienen, also findet bei den Nutzern sehr viel positives Feedback. Und hier ist nochmal eine etwas komplexere Maske als Beispiel, wo radiologische Auswirkungen erfasst werden, aber ich glaube, das ist jetzt doch ein bisschen kleinteilig, dass man das jetzt hier nicht sehen kann. Deswegen möchte ich damit meinen Vortrag beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von meiner Seite ganz recht herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Adelmann. Ich fand das auch sehr spannend. Mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich aber auch direkt das Wort übergeben an Herrn Dabrowski und Herrn Arnold von Supra Steria, denn sie setzen das Ganze ja im Management von Projekten um, beziehungsweise unterstützen Kunden darin. Und wo sehen Sie auch die Chancen, die sich aus dem Ansatz in der Durchführung von Projekten ergeben? Und aus was muss man aus organisatorischer Sicht oder auf was muss man aus organisatorischer Sicht achten? Und da sehe ich schon, Herr Dabrowski hat schon die Präsentation geteilt. Das passt perfekt. Dann
Gehen wir damit einmal ins Vollbild und dann können Sie direkt starten mit der Präsentation. Können Sie mich schon hören, Frau Proll? Ja. Ja. Das ist super. Ganz kurze Vorstellung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit wir haben. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Mein Name ist Maciej Dabrowski. Ich bin seit 22 Jahren Organisationsberater, berate die öffentliche Verwaltung. Deswegen war das auch mit Diplomarbeit zur virtueller Organisation auch nicht ganz richtig. Das war 1997. Lang ist's her. Was tun wir mit Low-Code? Wir sind unterwegs in vielen großen, komplexen Organisationen. Ich habe hier mein Organigramm des Bundesministeriums der Verteidigung einmal aufgemalt. Wenn man Organisationen neu wieder zusammensetzt, auseinandernimmt, dann kommt man zu uns. Herr Adelmann, da grüße ich Sie. Damals das Auseinandernehmen des Bundesamtes für Strahlenschutz, da habe ich mit unterstützt. Ist ein Beispiel. Wir haben die Herausforderung in unseren Projekten, dass wir für Großorganisationen Personal bemessen. Ist ein sehr komplexes Verfahren, niedergeschlagen und aufgeschrieben im Handbuch für Organisationsuntersuchungen des BVA. Dort steht eigentlich der Prozess drin. Ich habe immer erwartet, als ich in diese Projekte eingestiegen bin, dass sozusagen es da irgendeine Anwendung gibt. Nein, gibt's nicht. Das heißt, wir befragen in jedem dieser Kästchen jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, welche Aufgaben diese denn so den ganzen Tag wahrnehmen. Wir berechnen daraus einen Personalbedarf und Sie können sich vorstellen, dass das ein ziemlicher Albtraum ist, dies zu tun. Ich habe also noch nie erlebt, dass wir hier wirklich saubere und tolle Daten rausgeholt haben. Um sozusagen dieser langweiligen Aufgabe zu entgehen, beziehungsweise bei so einem Großprojekt wie jetzt dem BMVG dieses Projekt überhaupt zu überlegen, haben wir angefangen, mal das Einsammeln mit Daten, von Daten mit Excel einmal wegzulassen, sondern ja irgendwo eine uns Lösungen selber zu bauen, kleine Helferlein, die uns helfen, diese Daten zu strukturieren. Und das hat sich über mehrere Projekte weiterentwickelt und das haben wir OG-App getauft, weil irgendwie sind wir damit ja in Organisationen unterwegs. Ich springe jetzt einfach mal rein in die OG-App. Es ist eine Anwendung, an die wir ja jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter der Organisation andocken können. Und jetzt passiert etwas ganz Wundersames, nämlich wir können mit diesen Mittern auf einmal nicht nur auf dem Feld einzelner Interaktionen, zum Beispiel per Telefon und E-Mail, sondern dann wirklich in einem zentralen Datenbestand. Und da fange ich mal ganz einfach an bei einer Organisationsuntersuchung. Was tun wir denn hier? Wir müssen erstmal diese Organisation irgendwo modellieren. Mein Entwicklerteam hat sich hier nach der letzten Überarbeitung einmal verewigt. Also einfach nur die triviale Sache. Es gibt eine Organisation. Jetzt gucken wir mal, wenn ich da draufklicke, wer die leitet. Aha, das ist der Herr Dabrowski. Ich habe allein schon in solchen Projekten noch nie erlebt, dass wir saubere Organisationsdaten kriegen. Hier importieren wir einmal die Daten. Wir verteilen die auf die einzelnen Akteure. Es ist klar, wer das leitet jeweils, der Organisationseinheit, und es erspart uns schon allein 10 Tage Arbeit zu sagen, ist denn dieser Aufbau richtig? Wenn wir diesen einmal haben, und das entwickeln wir teilweise in einzelnen Teilen im Projekt, können wir sozusagen hier die einzelnen Elemente einer Organisationsuntersuchung, da will ich Sie jetzt nicht so lange mit langweilen, also zum Beispiel die Erstellung eines Aufgabenkatalogs, die wir interaktiv machen, über Workshop-Dokumentation bei der Aufgabenkritik, dann halt eben bis zur Bemessung des Personalbedarfs. Wir haben gemerkt, ja, da gibt es Standardsoftware für, die ist auch ganz toll, aber die Kunden haben so unterschiedliche Anforderungen, dass wir vor einer Standardsoftware hier tatsächlich absehen. Und wir haben jetzt mal einen mal rausgegriffen, nämlich es kommt sozusagen jetzt der Projektleiter zu mir und sagt, lieber Herr Dabrowski, wir wollen hier jetzt einen Schulungsbedarf feststellen. Sie wollen zwar eine Organisationsuntersuchung machen, aber bitte fragen Sie diesen Inhalt
ab. Und damit ist der Sven Arnold dran. Der zeigt Ihnen jetzt, wie das geht. Sven? Vielen Dank, lieber Matje. Ich muss das neue Tool einschalten. Ich gebe einfach meinen Bildschirm jetzt mal frei. Das mache ich mal für meinen ganzen Bildschirm. Kann man sehen? Ja. Wunderbar. So, also, wir haben eine ganze Menge gehört an Vorgehensweisen, an Gründen, warum machen wir das, was sind die Vorteile, Nachteile. Ich habe mal von Logot, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, ein Fallbeispiel, wie man so etwas denn benutzen oder umsetzen auch könnte. Und dazu will ich folgendermaßen mal beginnen. Stellen wir uns einfach vor, wir haben eine Möglichkeit, Schulung anzubieten oder die Mitarbeiter zu befragen, wie denn ihr Schulungsstand zu diversen Softwareprodukten wäre und ob sie denn einen Schulungsbedarf haben und wann ihre letzte Schulung denn war. Jetzt können wir sagen, wir schicken an alle ein Excel-Formular und das soll dann jeder ausfüllen und dann gibt es einen Mitarbeiter oder zwei, die das Ganze dann konsolidieren und zusammenbringen. Wäre es denn nicht viel einfacher zu sagen, wir machen uns eine kleine Web-Anwendung und auf Basis eines Low-Code-Ansatzes und hier nehme ich Oracle Application Express dazu und bitten die Mitarbeiter doch bitte ihre Bedarfe zu erfassen. Dann haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben die Daten erstens zentral gespeichert und zweitens sparen wir uns die ganze Konsolidierung und drittens haben wir eine exzellente Möglichkeit, diese Daten zu filtern, auszuwerten und weiter zu verarbeiten. Ich möchte Ihnen ganz einfach zeigen, wie wir das tun können. Wir haben hier unsere Entwicklungsumgebung der Oracle Application Express und da müssen wir uns zum ersten Mal einloggen. So, der nächste Schritt wäre, wir müssen erst einmal diese Daten in die bestehende Datenbank laden, beziehungsweise dieses Excel-Sheet. Das heißt, wir wollen eine neue Anwendung erstellen. Und die erstellen wir, indem wir sagen, wir möchten eine Anwendung aus dieser genau zu verbreitenden Excel-Datei machen. Das heißt, wir suchen uns unsere Excel-Datei aus. Die ist da. Wir haben da schon was vorbereitet, heißt das immer so schön. Die öffnen wir. Und dann sehen wir auch schon, da habe ich mal ein paar Datensätze reingetragen, damit man dann in der Anwendung auch etwas sehen kann. Wir geben dieser Tabelle auch einen Namen. Um meinetwegen. Und laden die Daten in die Datenbank hinein. Das geht relativ schnell und wird uns auch sofort quittiert, dass hier 6 Zeilen geladen wurden. Wie gesagt, es ist natürlich nur ein kleiner Anwendungsfall und gilt natürlich nicht für größere Projekte. Aber ich will damit zeigen, wie einfach es auch ist, eine Anwendung hiermit über diesen Mechanismus zu erstellen. Der nächste Schritt heißt, wir erstellen eine Anwendung. Diese Anwendung wird 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten haben und zudem hat es noch die Möglichkeit, einen Style auszuwählen. Das heißt, wenn jemand, wir haben ja vorhin über das Thema Barrierefreiheit gesprochen, diese Funktionalität benutzt, ist es möglich, dann ein zum Beispiel Schwarz- und Weiß-Thema zu benutzen für Leute, für Benutzer, die vielleicht mit Farben sehen ein Problem haben. Und das war auch schon unser Thema. Wir klicken auf Erstellen der Anwendung und diese Anwendung wird uns dann im Hintergrund erstellt. Ich möchte dazu sagen, es ist eine ausgewachsene Anwendung mit einem Login, mit einer Login-Möglichkeit, mit einer Navigationsmöglichkeit, mit einer Auswertemöglichkeit und mit einer Dateneingabemöglichkeit. Sie sehen,
es ging relativ schnell, um diese Anwendung zu erstellen. Wir können sie auch starten. Wir können uns hier mit dieser Anwendung einloggen. Ich nehme hier mal meinen Sandbox-User. Dann melde ich mich an und so habe ich eine fertige Anwendung, die genauso aussieht. Es gibt hier drin ein Dashboard, was mir entsprechend meiner bereits gezeigten Daten in diesem Excel-Formular, die in der Datenbank jetzt geladen sind, jetzt Auswertung anzeigt. Wir haben die Möglichkeit, einen Bericht anzuschauen mit den erfassten Daten. Wir haben die Möglichkeit, hier neue Datensätze zu erstellen. Es gibt die Möglichkeit, einen Datensatz zu ändern oder zu löschen. Und es gibt die Möglichkeit, auch hier Daten zu suchen, indem man hier Datengruppen oder Datenteile auswählt und die Daten hier sozusagen dann danach filtert. Und es gibt natürlich auch einen Kalender, weil wir haben ja natürlich auch Kalenderdaten hier drin, die dann hier in so einer Kalenderansicht angezeigt werden. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch die Administration, in der man hier ein anderes Thema angeben kann und schon hat man ein anderes Aussehen der App. Das war von mir eine ganz, ganz kurze Einführung und ich möchte damit wieder zurückgeben an den Herrn Dabowski, der dann den Schluss dieser Vorstellung noch halten wird für uns. Genau, ich nehme mir auch nur ganz kurz Zeit dafür. Sven, kannst du mich hören? Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wunderbar. Werden damit Menschen wie der Sven Arnold arbeitslos? Nein, wir Organisationsberater werden auch nicht arbeitslos. Wir haben gelernt, jetzt im Umgang mit dem Low-Code, was wir in unseren Projekten damit hinbekommen, ist wirklich mal diese gesamte Breite der Anforderungen unserer Kunden dann auch irgendwo im Projekt umsetzen zu können, ohne gigantische Kosten zu fabrizieren. Und glauben Sie mir, die Kunden freuen sich halt über zusätzliche Features. Es ist natürlich auch so, dass die Begehrlichkeiten darauf dann auch sehr hoch werden und man auch viel von uns verlangt. Insgesamt verlieren wir hier kein Geld und dadurch, dass wir sozusagen zwischendrin Apps entwickeln, das stecken wir nämlich sonst in Datenplausibilisierung. Unsere Ergebnisse werden aber insgesamt besser. Unsere App, die wir hier entwickelt, die entwickelt sich auch in jedem Projekt weiter. Wir haben dafür eigentlich auch nicht eine richtige Softwareentwicklung, sondern machen sozusagen immer weiter, wenn etwas Neues kommt. Wir haben aber gelernt, man kann sozusagen damit auch ganz schnell Prototypen bauen, andere Ansätze. Ich habe jetzt als Beispiel mal auf die rechte Seite gepinnt. Wir erheben hier Daten, das ist jetzt in diesem Jahr passiert, zum Thema Korruptionsprävention, zum Bericht der Bundesregierung. Das hat ganz harmlos angefangen und jetzt funktioniert es, dass wir sozusagen hier oder dass unser Kunde, das Bundesministerium des Innern, befähigt wurde, alle gesamte Bundesverwaltung dort Daten bei ganz vielen Akteuren abzufragen. Deswegen sagen wir, es ist toll, wir machen keine Software, es ist eigentlich auch ein neues Geschäftsmodell. Wir versuchen, unsere Kunden zu befähigen, dann die Anwendung, wenn sie da ist, auch weiterzuentwickeln und zu pflegen. Und zum Not, so wie Herr Adelmann das gesagt hat, gibt es ja das Kaufhaus des Bundes, dass man sich sozusagen vielleicht auch für größere Weiterentwicklungen einen weiteren Dienstleister holen kann. Insofern möchte ich meinen Vortrag schließen. Wir haben viel Spaß damit und wir freuen uns dann auch noch auf die nächsten Jahre der Arbeit mit diesem Ansatz. Dankeschön. Super, vielen Dank, meine Herren. Wir haben jetzt die verschiedenen Perspektiven betrachtet. Was passiert denn, wenn wir die alle zusammennehmen und ganzheitlich uns auch nochmal anschauen? Herr Berghoff. Martin, du bist noch nicht zu hören. Du bist noch auf Mute.
Ich höre dich immer noch nicht. Ja, Herr Berghoff probiert einmal die Kopfhörer aus. Funktioniert das jetzt, Herr Berghoff? Nein. Wir können Sie nicht hören. Während Sie vielleicht noch mal versuchen, an den Ton zu kommen, würde ich vielleicht eine Frage aus dem Chat einfach mal an Herrn Lürkens stellen. Und zwar war dort die Frage, welche Low-Code-Plattform das KBA verwendet. Vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Also wir haben früher mit Forms gearbeitet, haben dann verschiedene Tools evaluiert und sind am Ende bei Apex gelandet, also Application Express von Oracle. Okay, vielen Dank. Herr Berghoff, ich kann Sie noch nicht hören. Könnten Sie bitte einmal versuchen, die Seite neu zu laden? Und dann gucken wir, ob es dann klappt. Das hat bei mir eben auch funktioniert. Und während Herr Berghoff nochmal lädt, würde ich auch direkt dann schon mit der ersten Diskussionsfrage vielleicht oder der Einstiegsfrage mal beginnen, damit wir keine Zeit verlieren. Herr Adelmann und Herr Irtmann, inwiefern verändert aus Kann Ihrer man mich Sicht? jetzt hören? Ja, Entschuldigung, jetzt kann können man? wir Sie Ja, super, danke. Jetzt können wir Sie sehr gut hören. Dann kann ich jetzt das Wort ergreifen. Martin, Ja. könntest du bitte die Folie aufblenden? Jawohl, geht Ja, sofort los. ich Sehr gut. Ich stelle stelle das meine Frage zurück mal. bis gleich und sehe schon einen Bildschirm bei Herrn Irtmann. Super. Wir haben jetzt öfters das Wort APEX gehört, Application Express. Ich wollte einfach mal darauf eingehen, zu erläutern, was das ist und auch ein bisschen über die Leichtigkeit von einer Low-Code-Umgebung sprechen in Bezug auf die Technologie, die sich da darunter befindet und für den Betrieb einer solchen Umgebung. Letztendlich ist Oracle auch selbst, Entschuldigung, ein sehr großer Anwender von Apex. Wir haben weltweit 106.000 Mitarbeiter. Die meisten arbeiten nicht in der Entwicklung, sondern im Vertrieb, im Support, in der Unterstützung, im Consulting und wenden selbst für ihre tägliche Arbeit Low-Code, ja, die Low-Code-Plattform selbst ein. APEX ist schlichtweg so entwickelt worden, als dass es ein Bestandteil einer Datenbank ist. Es ist in jeder Datenbankdistribution dabei. Das heißt, wenn ein Kunde eine Datenbank kauft, installiert, dann kann er die APEX-Installation nachziehen. Und jeder Datenbankbenutzer, jeder, der eine Lizenz verfügt, darf dann ohne weitere Kosten auch APEX nutzen. Ja. Das Besondere ist, dass APEX selbst in der Datenbank abläuft. Es gibt keine Client-Software, es gibt keine Middleware, es gibt schlichtweg den Browser, die Schnittstelle ist für den Benutzer, auch für den Entwickler. Es gibt natürlich auch einen Webserver, der interagiert, aber der reicht letztendlich die Anfragen und die Antworten zwischen dem Browser und der Datenbank hin und her. Dort läuft der Code ab und letztendlich ist es so, alles, was die Datenbank kann an Fähigkeiten verfügt, das kann auch APEX. Ja. Ob das die SQL-Sprache ist, ob das die analytische Engine ist, ob das sonstige Funktionen sind. Das betrifft auch die Sicherheit von APEX. Die Benutzer können ganz normal authentifiziert werden, meinetwegen auch über Single Sign-On. Und wenn man es weit genug treibt, dann kann man auch über ein Facebook-Login daran gehen. Ja. Kann man auch machen. Man kann auch die Benutzer autorisieren, ob sie eine Seite sehen dürfen oder nicht. Dem wie Verschlüsselung funktioniert genauso. Und letztendlich ist der Betrieb von APEX der Betrieb einer Datenbank. Ja.
Da ist kaum ein Unterschied. Klar muss man sich dann bei größeren Umgebungen vielleicht ein bisschen mehr um den Webserver kümmern. Man muss vielleicht mal bei vielen Workspaces, also die Bereiche, die da entstehen, wenn Anwendungen entwickelt werden, dass dort letztendlich auf der Storage-Seite entsprechend Platz existiert und dass die Bereiche vernünftig verteilt werden. Aber ansonsten die Konzepte, die man sonst auch hat beim Betrieb einer Datenbank, in Bezug auf Backup Recovery, in Bezug auf Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery, die bleiben so bestehen, die gelten auch für APEX, ja. Und somit kann APEX, kann also eine Low-Code-Anwendung ganz normal auch für unternehmenskritische Anwendung verwendet werden. Eine Oracle-Datenbank gilt letztendlich als die Persistenzschicht für unternehmenskritische Anwendung. Und da die Anwendung APEX dort läuft, kann sie genauso verwendet werden. Wie gesagt, wir sind selbst auch Anwender von APEX. Wir haben intern für die Mitarbeiter einen APEX as a Service Dienst bereitgestellt, wo die Mitarbeiter das nutzen können. Und kaum zu glauben, aber wir haben mittlerweile 34.000 Anwendungen, ja, in 6.000 Workspaces. Das heißt, wir gehen davon aus, es gibt einige tausend Mitarbeiter, die auch entwickeln. Das sind also Nicht-Entwickler, sind natürlich informatikaffine Personen, die bei uns arbeiten. Es sind auch Kleinstanwendungen, Anwendungen wie die beispielsweise, die Herr Arnold auch gezeigt hat. Wenn wir feststellen, dass wir für irgendeine Aufgabe eine Excel-Liste erstellen, die dann hin und her reichen per Mail, damit Personen die wieder updaten, dann wird das wieder zurückgeholt, dann soll das nochmal gemacht werden und dann stellt einer fest, boah, das macht jetzt keinen Sinn, das ist nicht online, das ist nicht aktuell, lasst uns damit eine APEX-Anwendung bauen und dann setzt er sich ein, zwei Tage hin und baut das. Das Spannende dabei ist, dass alle diese 34.000 Anwendungen, jetzt bin ich mal ehrlich und sage, meinetwegen sind nur ein Drittel aktiv und wir haben vielleicht mal 10.000 aktive Anwendungen. Diese ganzen Anwendungen laufen bei uns auf einem einzigen Datenbankserver, ja, weltweit. Das heißt, die Skalierbarkeit ist enorm und damit auch der Aufwand im Betrieb. Ja. Das läuft heute auf einem dedizierten Server. Das wird Anfang nächsten Jahres diese ganze interne Umgebung bei uns in die Public Cloud gelegt, in einen autonomen Datenbankservice. Und da komme ich jetzt zum Thema Infrastruktur. Wo kann es laufen? Natürlich in einer klassischen Umgebung, auch da, wo Sie selbst ihre Datenbank betreiben, da kann es auch laufen. Man kann es aber auch viel einfacher machen. Sie bieten natürlich vorgefertigte Systeme, sogenannte Engineered Systems, die ja komplett aus Compute-Netzwerk und Storage bestehen, die als eins geliefert werden, die für den Betrieb von Datenbanken entwickelt worden sind, wo der Aufwand im Betrieb sehr einfach ist. Man kann auch tatsächlich sich letztendlich den Betrieb komplett sparen und bei uns das in die Cloud legen, in einen autonomen Datenbankservice, wo man nicht einmal sich um die Datenbank kümmern muss und das alles uns überlegt. Es gibt auch noch einen Zwischenweg, nämlich in der Mitte, das nennen wir Cloud at Customer, wo wir ein Engineered System bei Ihnen installieren, aber wir selbst den betreiben. Remote, das kann man natürlich auch machen. Martin, wenn du nochmal zurückgehst, die Folie davor. Das ist letztendlich das, was auch im täglichen Arbeit den Betrieb sehr einfach macht. Das ist auch der Grund, warum APEX als Low-Code Umgebung beliebt wird und die Kunden darauf sehr gerne zurückgreifen. Ja? Sie müssen nichts neu lizenzieren, sie müssen nicht mal irgendeine neue Umgebung installieren. Sie können auch so starten, loslegen und einfach mal selbst etwas ausprobieren. Man kann es auch bei uns in der Cloud machen. Ich
Da gibt es eine Demo-Umgebung, apex.oracle.com, so dass man überhaupt gar nichts machen muss. Ja, das so mal aus einer Sicht sowohl des Herstellers einer Local-Umgebung auch, aber auch als eines sehr, sehr großen Anwenders. Ich selbst benutze täglich Apex-Anwendung, ob das die neue Projektliste ist, ob das irgendeine Marketingaktion ist oder unser zentrales Adressbuch der Mitarbeiter ist in Apex geschrieben. Es gibt auch sehr komplexe Anwendungen, die deren Entwicklung auch Wochen dauert oder auch Monate. Aber das Gros der Anwendung bei uns selbst ist sehr klein, entwickelt von Menschen, die nicht so viel mit Entwicklung zu tun haben, in 1, 2, 3 Tagen und dann bereitgestellt für die anderen. Ja, damit gebe ich zurück. Perfekt, vielen Dank, Herr Berghoff. Dankeschön auch an Sie, Herr Berghoff. Danke sehr. Gut, also das war ein spannender Überblick und es gibt auch schon ein paar Fragen im Chat, die ich natürlich jetzt auf jeden Fall priorisieren werde. Und zwar einmal nochmal eine konkrete Frage an Herrn Lürkens tatsächlich, und zwar, ob durch den Einsatz von Low-Code-Technologie im KBA auch Fachanwendungen zum Beispiel zur Beantragung von Dienstreisen abgeschafft werden können. Solche Fachanwendungen werden in der Regel, das ist ja eine klassische Querschnittsaufgabe und da gibt es ja die Tendenz, diese Dinge einmal zentral bereitzustellen. Deswegen haben wir da wenig Aktivitäten drin. Es gibt zum Beispiel das Personalverwaltungssystem, wo alles Mögliche drüber läuft. Es gibt das Reisekostensystem. Insofern haben wir da keinen Ansatz. Wo wir den Ansatz haben, sind eher so Dinge wie, dass bereichsspezifisch zum Beispiel Partnerdaten gemacht werden müssen. Und da macht es keinen Sinn, zentrale Partnerdatenbanken aufzubauen, sondern machen wir kleine bereichsspezifische Lösungen. Ein anderes Beispiel ist, wir machen jetzt zunehmend OZG-Dienstleistungen. Und das ist ja wunderbar, dass der Bürger ein schickes Frontend hat, aber im Backend muss ja auch was passieren. Und das sind meistens auch sehr isolierte kleine Dinge, die wir ganz gut mit Apex dann umsetzen können. Okay, super, vielen Dank. Eine weitere Frage, die wir hier im Chat haben, ist die Frage nach kommunalen Anwendungsbeispielen von Low-Code. Gibt es die, Herr Irtmann, vielleicht möchten Sie die Frage beantworten. Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, wir haben viele Partner. Wir als Oracle verstehen uns ja, wenn man das so sagt, als Technologieteile-Zulieferer, ja. Wir haben ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk, von denen einige auch im kommunalen Bereich unterwegs sind. Das kann ich bestätigen. Ich weiß auch, dass gerade im kommunalen Bereich der Trend zu Low-Code immer, immer stärker wird, gerade aus der Notwendigkeit, man hat relativ wenig, ich sage jetzt mal, Super-Trooper-Software-Entwickler. Man arbeitet meistens mit kommunalen IT-Dienstleistern zusammen für einen Teil, aber es gibt immer irgendwo Dinge, wie Herr Arnold das eigentlich sehr schön gezeigt hat, wo einfach mal so eine Excel-Tabelle irgendwie verwandelt werden soll in etwas, wo man gut zusammenarbeiten kann. Und gerade im Kommunalen würde ich jetzt persönlich, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Sicht sagen, da ist der Trend zu Low-Code am größten. Das ist momentan meine Wahrnehmung. Natürlich gehört da auch ein gewisses, Herr Lürkens hat am Anfang gesagt, Geschick dazu, man kann nicht komplett IT befreit da einfach sich ransetzen. Ja, das ist eben nicht irgendwelche Bildchen zusammenklicken. Man muss schon wissen, was man tut. Aber Herr Arnold hat ja gezeigt, wie leicht das geht für kleine Sachen. Und so ein Kantinenspeiseplan zum Beispiel mit einer Wunschliste aufzusetzen, ich glaube, das kriegt jemand, der sich gut mit Excel auskennt, auch in Apex hin. Ja, vielen Dank. Da sprechen Sie auch. Möchte noch jemand ergänzen dazu? Von den Herren. Dann würde ich nämlich, das war nämlich eigentlich schon die perfekte Überleitung zur nächsten Teilnehmerfrage, und zwar über welche Kompetenzen sollten zukünftige Mitarbeiter in der Verwaltung verfügen? Das ist jemand, der im Fachgebiet Verwaltungsinformatik am FB Verwaltungs-, also Fachbereich Verwaltungswissenschaften
und das weite Feld der öffentlichen Verwaltung im Kontext auch Informatik tatsächlich lehrt. Und der oder die würde gerne wissen, über welche Kompetenzen sollten zukünftige Mitarbeiter verfügen, dass es eben nicht zu solchen Bastellösungen, wie Sie ja auch gesagt haben, Herr Lürkens, kommt. Also Sie haben mich ja direkt gerade angesprochen. Ich denke, neben einer gewissen IT-Affinität gehört auf jeden Fall als wesentliche Voraussetzung dafür, dass man die Fähigkeit hat, tatsächlich Anforderungsanalyse zu betreiben. Wirklich mal zu überlegen, was brauche ich und wie kann ich das denn wirklich umsetzen? Sonst wird im Prinzip, wenn man Pech hat, nur alte papiergebundene Bürokratie elektrifiziert und dann wird sich am Ende zeigen, dass es Apex oder welcher Low-Code-Ansatz auch immer überhaupt keinen Mehrwert bringt. Wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, Herr Lück, Sie sprechen mir aus dem Herzen, die Effektivitätsfrage, tut man das Richtige? Die ist ganz essentiell bei allen Dingen und Low-Code-Ansätze, Low-Code-Technologie wie Apex ist kein Ersatz für die klassische, wirklich gut aufgestellte Softwareentwicklung. Es ist eine Ergänzung für ganz bestimmte Formen von Anwendungsfällen und es gehört sehr wohl ein wachsames Auge dazu, dass man nicht plötzlich, wie es Herr Dabrowski vorhin gesagt hat, klein startet und plötzlich hat man dann am Ende irgendwie etwas, was man vielleicht hätte doch anders machen sollen. Also ein wachsames Auge da drauf und wenn ich nochmal auf die Frage nach den Kenntnissen eingehen kann, ich glaube, es ist schon ein gewisses Überblickswissen an grundsätzlichen Technologien wünschenswert, dass man das besser einordnen kann, dass man auch, wenn man sich Anforderungen anschaut, überlegt, erstens, ist das was ich selbst kann oder ist das was, wo ich Unterstützung brauche? Und wenn es was ist, was ich selbst kann, wie kann ich das tun? Ich unterstelle aber mal, dass die jungen Kräfte, die heute in die öffentliche Verwaltung gehen, ja alle auch in ihrem Privatleben ziemlich IT-affin sind und dort auch privat viele Dinge machen. Ich glaube, da ist schon eine Menge Vorwissen da. Wenn man das jetzt noch so ein bisschen verallgemeinert und so ein Überblickswissen erstmal gibt, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Okay, gut, Dankeschön. Ich hoffe, das war jetzt nicht der nächste Termin, denn ich würde gern eigentlich mit Ihnen, wenn Sie einverstanden sind, ein bisschen überziehen, weil wir noch nicht so viel diskutiert haben, weil ich das aber für ein total spannendes Thema halte. Also wenn Sie einverstanden sind, dann bitte einmal nicken, dass wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Super, sehr gut. Perfekt. Dann, Sie haben jetzt auch zwei Dinge nochmal angesprochen, Herr Irdmann. Einmal sozusagen vielleicht die Diskussion, ist Apex oder ist sozusagen Low-Code als Ergänzung zu verstehen oder eher ein Gegensatz zu komplexen Anwendungen? Herr Dr. Adelmann, wie gehen Sie damit um? Ja, gut. Aus sozusagen meiner Praxis kann ich sagen, dass es Apex ja in der Vergangenheit mal angetreten ist, quasi als Konkurrent zu Access von Microsoft. Zumindest war das so. Das war bei uns auch im Hause der Fall, dass von Fachseite aus Kollegen auf uns zugekommen sind und gesagt, wir haben hier eine Aufgabe, Excel geht nicht, weil es Zugriff für mehrere Personen und so weiter. Und es wächst sozusagen etwas größer und man hat dann immer die Gefahr, dass plötzlich eine gute Lösung von allen gewollt wird und das über einem Kopf wächst. Aber man kann schnell irgendwas umsetzen, nur die Programmiererfahrungen fehlen doch. Und Herr Lückens hat ja das auch vorhin schon gesagt, was hier wirklich wichtig ist, ist, dass sozusagen der klassische Beruf des Programmierers mitnichten entfällt, weil das Fachwissen da ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich relativ schnell entwickeln damit. Und wir haben bei uns im Hause so 10 bis 12 Anwendungen, die alle eigentlich aus einer Seite bestehen, die sind ins Intranet integriert und das sind eben kleine Dinge, das Telefonbuch, so wie es Herr Irdmann auch dargestellt hat, das ist bei uns auch mit Apex umgesetzt. Wir haben eine Hörsaalverwaltung, eine Postliste und eine Liste der Einkaufsvorgänge und so weiter, alles so kleine Anwendungen, die super schnell umgesetzt werden konnten. Für komplexere Verfahren, sei es zum Beispiel eine elektronische Akte oder so, da wird das sehr schwierig sein, sowas einzusetzen oder andere Verfahren. Mhm. Herr Dabrowski, ja, bitte. Kleine Ergänzung dazu. Also ich habe ja beides erlebt. Einmal sozusagen
eine Realisierung mit Low-Code, die man hätte lieber als Fachanwendung machen sollen, habe ich einfach mal übernommen. Ist auch schon ein paar Jahre her. 3000 Benutzer, viele komplexe Workflows, Laufzeit 15 Jahre plus dann noch Archivierungszeit. Da ist mir sehr übel geworden und es gab da auch sehr viel Ärger. Das können Sie sich vorstellen. Ich habe auch gesagt, also wir gerieten einfach auch an technische Grenzen. Es war einfach nicht mehr machbar. War jetzt übrigens nicht Apex zur Ehrenrettung, war aber trotzdem für mich ein schlimmes Projekt. Aber ich habe einen ganz zweiten wichtigen Aspekt, nämlich es kann sein, dass es sozusagen eine Zwischenstufe ist. Ich erlebe es in der öffentlichen Verwaltung ganz oft, da wird konzeptionell über Jahre gesprochen, es wird viel Papier geschwärzt, Konzepte, man streitet sich, man redet mit anderen Organisationen. Und ich kann jetzt mit so etwas ankommen und sagen, na ja, vielleicht entscheidet ihr euch jetzt nicht für sozusagen Standardlösung A oder Selbstprogrammieren B, sondern fangt doch einfach mal an. Und ich habe jetzt dieses Thema, konnte ich Ihnen heute nicht zeigen, Ressourcen und Skill Management. Ja, wir haben es jetzt sozusagen mit ein paar verknüpften Tabellen mit irgendwie zwei Entwicklern in 3 Tagen analysiert und der Kunde sagt, na ja, das ist ja schon weiter als jetzt unser Stand. Also ich sage, bring etwas erstmal zur Anwendung. Es gibt nämlich tatsächlich noch den tollen Anwendungs. Man macht für 2 Jahre hier einen Zwischenschritt. Die Daten, die stehen in einer Datenbank drinne, die kann man nachher auch rüber migrieren in eine größere Anwendung. Also dieses Szenario will ich auch nehmen. Es gibt keinen Grund mehr heute nicht anzu irgendetwas. Wenn ich mal ergänzen darf, das, was ich auch selbst beobachtet habe, ist, dass Low-Code auch teilweise als ja, Methode zur Prototypenerstellung verwendet wird, ja, als Ideengeber. Ja. Jemand hat eine Idee für ja, neue Anwendung, entwickelt die und dann wird entschieden, die bestehende Großanwendung zu übernehmen, das heißt tatsächlich mal zu entwickeln. Ja. Also das gibt es auch sehr häufig. Daran schließt sich so ein bisschen die Frage an, dass ja sozusagen die Organisationsberatung vielleicht nicht immer so dynamisch ist und dass es alle paar Jahre mal Veränderungen gibt, aber dass der Low-Code-Ansatz ja auch in der Hinsicht bestimmte Vorteile eben mit sich bringt. Herr Arnold, was genau sind die Vorteile da? Also man kann das, ja, ich bin online, ja, okay. Man kann dazu sagen, dass natürlich in so einer Organisationsberatung, nehmen wir einfach das Beispiel mal her, sagen muss, jeder Kunde ist im Prinzip verschieden. Er hat verschiedene sozusagen Aufbaustrukturen, er hat verschiedene Ablaufstrukturen, er hat auch verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Ziele, was er denn mit so einer Organisationsuntersuchung denn erreichen möchte. Und das kann man ganz, ganz, ganz schwierig in einen monolithischen Alleskönner abbilden, sage ich mal. Und wir haben dann natürlich so Projekte, die zwar auch nicht nur 3 Tage laufen, sondern die laufen schon auch etwas länger, aber wir können oftmals den Kunden nicht viele Aufwandstage für Anpassungen einer Software abfordern, sondern wir müssen das schnellen, wir nennen das natürlich immer so Time to Market, wie man das immer so schön sagt, um halt Funktionalitäten auch schnell rauszubringen an den Benutzer. Ja, und das ist natürlich der enorme Vorteil von so einem Low-Code-Ansatz. Das mögen vielleicht die normalen Informatiker und Entwickler belächeln, aber wir sind damit viel, viel, viel effektiver und auch die Effizienz ist extrem hoch an der Stelle. Das muss man da ganz deutlich sagen. Vielen Dank. Hier kommt noch eine Anmerkung im Chat. Und zwar wird Ihnen, Herr Dabrowski, recht gegeben, dass man beginnen muss und dass die Herausforderung natürlich oft ist, dass Entscheidungsträgern die Kompetenz fehlt, um das wertschätzen zu können und es dann auch keine Fortführung bestimmter Projekte gibt, wenn zum Beispiel ein Personalwechsel oder mit dem Personalwechsel der Initiator von Bord geht. Also da auch nochmal der entsprechende Kommentar aus dem Teilnehmerkreis dazu. Inwiefern verändert denn der Low-Code-Ansatz die klassische Verwaltungsmodernisierung? Herr Dr. Adelmann, Herr Irdmann. Herr Ademann, bitte.
Ja, was soll ich sagen? Also zumindest, es gibt sozusagen es gibt schnellere Zyklen. Also die Zeit wird kurzlebiger, man hat aber auch die Chance, schnell schon Ergebnisse zu sehen oder auch, wenn das in eine falsche Richtung läuft, umzusteuern. Was vorher so mit dem Wasserfallmodell beim Projektmanagement doch so war, man hat ein Fachkonzept erstellt, man hat ausgeschrieben und dann hat man festgestellt, oh, es gibt doch einen Änderungsdienst und das war alles etwas schwerfälliger und die Zeit lebt schneller und man hat die Chance, auch falsche Entwicklungen schneller zu beerdigen. Ja, das kann ich nur unterstützen. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum wird eigentlich in irgendeiner Behörde so ein Warteschlangensystem gezeigt? Oder warum hat Amazon bei der Bestellung von Paketen sich überlegt, eigentlich in sehr naher Echtzeit, also near real time, zu zeigen, wo ist mein Paket gerade? Ich glaube, vor 10 Jahren hätte jeder gesagt, wozu brauche ich das? Wenn das Paket da ist, dann ist es da. Heute ist es so, man guckt drauf, man stellt sich darauf ein, man passt seinen Tag daran an. Und ich glaube, so ähnlich adressiert auch der Low-Code-Ansatz die von Herrn Dr. Adelmann angesprochene Geschwindigkeitsbeschleunigung in den Dingen, die wir tun. Ich glaube, es kann sich keiner leisten, 5 Stunden an einer Sache zu arbeiten und danach festzustellen, ja, hätte ich mal am Anfang schneller einfach mal prototypisch gestartet, hätte ich nicht 5 Stunden für die Tonne gearbeitet. Und ich glaube, dass auch die öffentliche Verwaltung genau solche Möglichkeiten braucht. Und ich möchte es nochmal unterstreichen. Für mich ist der Low-Code-Ansatz kein Ersatz. Es ist eine Ergänzung oder ein Reifegrad-Schritt hin zu etwas Größerem. Es gibt für mich nicht die Entweder-Oder-Frage. Mit diesen absolutistischen Äußerungen, finde ich, muss man sich eh zurückhalten. Es hat alles eine Daseinsberechtigung. Die Kunst ist zu entscheiden, an welcher Stelle macht was in welcher Form Sinn. Dazu wollte ich gerade noch eine Anmerkung machen, Martin. Ja, das kann man echt unterstreichen. Und ich denke mal, dieser Low-Code-Ansatz passt auch sehr gut zum agilen Vorgehen in der Softwareentwicklung. Weil beim agilen Vorgehen wird auch ja selbst gesagt, okay, wir entwickeln uns oder wir laufen gerade in eine verkehrte Richtung. Lass es mal wieder zurückgehen und nochmal neu anfangen. Und dann schmeißen wir eben nicht hunderte oder 20 Tage weg, sondern nur 2 Stunden. Und das ist natürlich vom Kosten- und Nutzenfaktor her enorm. Ja, das muss man immer wieder nochmal betonen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was der Herr Lückens vorhin in seinem Vortrag gesagt hat, würde ich mir natürlich auch mehr noch wünschen, dass solche Low-Code-Ansätze unterfüttert werden von klassischen Methoden also von Methoden der klassischen Entwicklungsvorgehen, zum Beispiel, wie versioniere ich meine Arbeit, ja, oder wie verteile ich die Sache auf ein Team viel besser? Ich glaube, da gibt es noch Dinge, die auch viel besser laufen können. Ich denke mir, das wird auch in Zukunft noch besser sein. Aber so ein paar kleine Schmerzen haben wir da sicher noch. Herr Dabrowski, Sie wollten noch ergänzen. Genau, wenn wir durch Organisationen laufen, auch wieder ein Praxisbeispiel und mal untersuchen, mit welcher Software arbeitet ihr denn hier so, dann finden wir sozusagen eine Riesenmenge an sogenannter grauer Software. Wir fragen das ja auch mal ab, wie löst ihr ein Problem? Wir sehen dann ganz oft, aha, die große Fachanwendung, die löst aber nur 70% unserer Anforderungen und dann geht es eben los mit den Excel-Listen, mit grau installierten kleinen Helferlein. Es geht los mit sozusagen die Access-Datenbank, die wir vor 20 Jahren hier schon mal aufgesetzt haben, die läuft immer noch. Ich glaube, das ist für sich schon allein ein Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung, weil ich meine, warum machen die Leute das? Weil die sonst ihren Alltag einfach nicht überleben. Ja, das sind ja ganz praktische Aktenliste. Wo steht meine Personalakte? So, und ich glaube schon, dass so eben Verwaltungsmodernisierung nicht immer nur beginnt bei der großen Architektur. Ich sitze im Augenblick an einer Umsetzung, dauert 15 Jahre, sondern eben auch. Wahrscheinlich keiner gehört, weil mein Rechner hier gerade spinnt. Ist auch alles Sie waren da.
Hört ihr mich wieder? Abgehackt zu hören. Ja, Sie waren etwas abgehackt zu hören, aber kein Problem. Ich habe den Sinn Ihrer Aussage auf jeden Fall verstanden und ich glaube, die anderen Teilnehmer auch. Also Dankeschön dafür. Ich habe noch mal eine konkrete Frage aus dem Chat tatsächlich, die ich sehr spannend finde. Und da wir konstant noch eine Teilnehmerzahl haben, die auch alle noch aufmerksam zuhören, was total super ist, stelle ich diese Frage jetzt mal. Wäre etwas wie die Corona-Überbrückungshilfe aus Ihrer Sicht zu komplex, um es über eine Low-Code-Plattform umzusetzen? Ergänzung, Klammer auf, hat Bayern dieses Verfahren auf einer solchen Plattform umgesetzt? Klammer zu. Wer von Ihnen möchte darauf antworten? Also ich kann mal versuchen, den ersten Teil der Frage zu beantworten, da wir uns natürlich auch, oder ich speziell mich natürlich auch mit Themen rund um das Thema Corona beschäftigt habe. Auch Oracle ist natürlich in verschiedenen Ländern unterwegs, die Regierungen der Länder zu unterstützen mit kleinen Apps, die entwickelt worden sind. Oracle hat zum Beispiel in den USA auf Basis von Apex ein USA-weites System für Ärzte und medizinisches Fachpersonal innerhalb von, ich glaube, einem Wochenende, müsste ich lügen, aufgesetzt, um Dinge zu tun. Wir haben hier in Deutschland darüber diskutiert, ob und wenn ja, welche Aufgaben eventuell schnell umgesetzt werden können. Ich würde es mal so beantworten, würde sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser hier angesprochene Anwendungsfall der Überbrückungsgelder von der Komplexität her überschaubar ist, fachlich gesehen. Was ich allerdings nicht beurteilen kann, weil mir einfach dazu der Background fehlt, ist, wenn man das Ganze betriebsmäßig jetzt ausrollt und Menschen zur Verfügung stellt, müsste man wissen, okay, wie viele Zugriffe gibt es, wie stark muss die Applikationsunterstützung, die Betriebsplattform darunter sein. Der Herr Berghoff hat es erzählt, Skalierbarkeit ist nicht das Thema, aber nichtsdestotrotz, in jedem Fall würde es sich eignen, um rauszufinden, in welche Richtung man gehen sollte. Und wenn man feststellt, dass eine bestimmte Form der Nutzung mit einer Java-Applikation besser wäre, ist der Weg von einem Apex-Prototypen zu einer Java-Applikation sehr viel kürzer, als man von vorne her startet. Was konkret in Bayern umgesetzt worden ist und wie, dazu habe ich keine Kenntnis. Herr Berghoff wollte noch ergänzen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein. Herr Dabrowski, Entschuldigung. Martin? Darf ich dazu sagen? Ja, jetzt. Wie es also will, ist ja, hört. Ist der Zufall, so wie ich kenne, den Bund an der Facharchitektur für die Fördermanagementdienste der IT-Dienstekonsolidierung des Bundes. Ich kann nur sagen, die Aufgabe, die hinter so einer Förderung steckt, ist eben im Backoffice sehr komplex. Ein Antrag muss beschieden werden. Das Ganze wandert auch in ein Haushaltssystem. Es sind sozusagen viele, viele Schnittstellen, die hinter dieser Wand sind, wo ich einfach nur meinen Namen eintippe und einen Antrag stelle. Ich würde sagen, ein Antragsverfahren könnte man sofort implementieren mit Low Code. Das heißt, was passiert sozusagen? Ich muss ja Namen und gewisse Angaben machen, das irgendwo abzuspeichern, das geht. Das, was dahinter abläuft, kann ich Ihnen auch nur sagen, ist keinesfalls trivial. Da hat sozusagen Bund und Länder sind dort verflochten, würde ich sagen, never ever Low Code. Und ich glaube, da werden wir auch als allein schon aus Architektursicht noch ein Jährchen arbeiten müssen daran, dass das Ganze irgendwann mal vernünftig zusammengeht. Also immer nur Teilbereiche. Deswegen auch, ich wiederhole das nochmal, nicht entweder oder, sondern und. Ja, also gerade wenn man sich so einer Herausforderung nähert, an einer bestimmten Stelle macht etwas Sinn und ab einer gewissen Stelle eben nicht mehr. Und Martin, du hast das gerade super gesagt, die Komplexität, die dahinter steckt, erkennt man meistens erst, wenn man mal prototypisch startet und merkt, oh, da Schnittstelle, dort Schnittstelle, da gibt es Architekturvorgaben, da Security, hier, dort und so weiter. Also finde ich, kann ich nur unterstreichen. Ich denke auch, das ist eher kein Code-Thema, sondern also was hinter der Wand, wie der Herr Topowski schon gesagt hat, steckt, sondern eher ein Architekturthema. Wie übertrage ich sozusagen die erfassten Daten des Antrages in die
anderen Systeme, die das Ganze weiterverarbeiten. Und da denke ich, es gibt wirklich nicht entweder oder. Also es ist wirklich eine Kombination von allen. Und man kann eben sagen, okay, ich mildere sozusagen die hohen Aufwände, die ich habe, für das Gesamtsystem vielleicht ab, indem ich zumindest mal den Antragsteil mit Low-Code mache. Dann bin ich ja schon mal eine ganze Menge weiter vorn dran, auch von der Zeit und von den Kostenimplementierungen und kann mich dann wirklich dem ganzen Thema Weiterverarbeitung dann widmen. Und ich glaube, dass da ist dann schon ein Stück der Strecke gelaufen. Und dann kann man auch schon damit fortfahren an der Stelle. Hier im Chat kommt auch nochmal die Anmerkung zu der Diskussion, dass natürlich auch erst das Prozessmanagement im Backoffice der öffentlichen Verwaltung betrieben werden muss. Aber Herr Lürken, Sie wollten ergänzen. Ja, ergänzen insbesondere zu dem, was Herr Arnold gerade gesagt hat, das Erfassen von Antragsdaten, klar, überhaupt kein Problem, aber in dem Moment, wo das dann übers Internet der Öffentlichkeit bereitgestellt wird, ist das bezogen auf IT-Sicherheit sicherlich auch kein Selbstgänger. Da wird man eine Menge auch Überlegungen reinstecken müssen, damit da nicht was passiert, was wir nicht haben wollen. Vielen Dank. Zustimmung, okay, sehr gut. Da wir jetzt doch schon einiges über der Zeit sind, würde ich gerne eine kleine Schlussrunde einleiten und zwar diesmal sozusagen gegen den Uhrzeigersinn beginnen mit Herrn Berghoff. Nein, da kommt noch eine Frage aus dem Chat. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Welche Maßnahmen müssen eingehalten werden? Wer von Ihnen kann darauf antworten? Herr Dabrowski, also, sehr gut. Ich hab damit eine ganz konkrete Erfahrung gemacht, als ich so ein graues System abgelöst habe. Wenn wir egal wo eine Anwendung betreiben, gibt es natürlich sofort Anforderungen nach einem Datenschutzkonzept, nach einem Sicherheitskonzept, wie sie alle heißen. Ich bin dort auch Laie. Ich habe meinen ersten James Joyce jetzt so ein Sicherheitskonzept mal geschrieben, weil es halt auch vom Kunden verlangt wurde. Es ist aufwendig in der öffentlichen Verwaltung, sicherlich auch richtig. Ich bin froh, dass ich jetzt dieses Muster habe, weil wir haben hier keinen hohen Schutzbedarf. Also ich habe jetzt Schutzbedarf auch gelernt und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Man kann Datenschutz sonst auch sehr gut über Berechtigungen, auch über Anonymisierung lösen und man muss sich diesem Thema aktiv stellen. Übrigens bei sozusagen durch E-Mail weitergeleitete Excel-Tabellen mit langen Namenslisten habe ich noch nie von einem Datenschutzbeauftragten diese Frage gehört. Also man scheint mit Low-Code dort wesentlich kritischer umzugehen als eben mit lustigen Listen in E-Mails. Das würde ich gerne kurz ergänzen. Wenn ich darf, also der Daten, also jeder, der heute eine Datenbank betreibt, muss sich um sowas Gedanken machen. Und das Thema Datenschutz ist ja nichts, was nur in der Datenbank oder nur in der Applikation oder nur am UI funktioniert, sondern es ist ein ganzheitliches Thema. Und ich glaube, technologisch, das schaue ich jetzt mal virtuell Herrn Adelmann und Herrn Lürkens an, technologisch glaube ich, ist die Herausforderung, die Technologie richtig anzuwenden. Gerade mit fortschrittlichen Datenbank-Sicherheitsfeatures ist man sehr viel besser in der Lage, Datenschutz sicherzustellen. Man hat solche Funktionen wie Verschlüsselung, wie Encryption, wie Pseudonymisierung. Man kann sogar Blockchain-Tables innerhalb der Datenbank haben. Und die Idee ist jetzt natürlich, und das übersteigt dann wahrscheinlich tatsächlich den Anspruch an den einfachen Fachanwender, der sich mal schnell was zusammenklickt, ist diese Low-Code-Plattform so zur Verfügung zu stellen, und da sind dann Experten von der IT gefragt, dass Security und Funktionalität von vornherein nur so zur Verfügung gestellt wird, dass das System datenschutz-compliant genutzt werden kann. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte mit As-a-Service. Das ist dann, da sehe ich dann den Low-Code-Plattform-Betreiber, sprich die IT des Hauses, die dann sagt, also wenn du hier so eine Applikation nutzen willst, dann musst du das so machen, so machen, so machen, so machen. Du wirst durch so eine Wizard durchgeführt, du hast gar keine andere Wahl, als dich konform zu verhalten. Und auch die Frage nach dem Schutzbedarf der Daten finde ich eine sehr wichtige. Wenn ich höre, dass ein Kantinenplan als VSNFD eingestuft wird,
dann nehme ich das mit einem leichten Lächeln zur Kenntnis und habe aufgehört, das auch zu hinterfragen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kann viel mehr Datensicherheit und Datenschutz gewähren, wenn man diesen Low-Code-Ansatz in der richtigen Form auch mit der Expertenunterstützung vernünftig implementiert und umsetzt. Schon fast ein wunderbares Schlusswort, weil es tatsächlich auch sozusagen wieder den Faden oder den roten Faden zum Anfang zieht mit dem as a Service, also auch das als Designprinzipien zu verstehen. Lieber Herr Berghoff, wir starten mit Ihnen für die Schlussrunde beziehungsweise das Schlussstatement. Wenn Sie jetzt sozusagen ein Resümee aus der heutigen Runde ziehen und auch aus den Erfahrungen, die Sie im Prinzip selbst im Kontext des Ansatzes gemacht haben, was würden Sie dann sozusagen jetzt hier zum Schluss sagen? Wo liegen auch die Chancen des Ansatzes? Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch als erstes. Ich fand es spannend. Also ich kann letztendlich nur dazu aufrufen, eine solche Plattform zu nutzen. Ja, ich sehe die Gefahr eines Wildwuchses, wurde hier auch angesprochen, nicht groß, wenn man das kontrolliert macht. Das heißt, wenn man tatsächlich in einem Unternehmen, einer Behörde einen Service anbietet, diesen kontrolliert und trotzdem den Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, das zu machen. Denn man hat auch eine größere Kontrolle über den Datenschutz. Denn man muss einfach mal vergleichen, was ist sicherer, irgendwelche Excel-Tabellen mit personenbezogenen Daten per Mail zu verschicken intern, ja, oder was ist leichter, oder stattdessen diese Informationen zentral in eine Datenbank zu legen, ja, darüber eine Low-Cost-Anwendung zu legen, die dann auch kontrolliert die Zugriffsrechte dann gibt, ja, die dann womöglich jemand nochmal beobachten kann, zentral. Ja. Also ich kann nur aufrufen, das zu tun, und zwar als Anwender, als derjenige, der tagtäglich mit solchen Anwendungen arbeitet. Es ist wirklich enorm hilfreich und es ist schnell. Ja. Das war als Schlusswort von meiner Seite. Danke. Sehr gut, vielen Dank. Dankeschön. Lieber Herr Arnold, aus Ihrer Perspektive heraus betrachtet, was ist Ihr Schlussstatement? Ja, also mein Schlussstatement nicht nur in die Runde, sondern auch an alle Zuhörer und Zuseher ist erstens mal von der Sicht der Informatiker her, haben Sie keine Angst, wenn Sie kein Informatiker sind oder keine dementsprechende Ausbildung haben vor Low-Code und vor diesen Themen, benutzen Sie es. Das ist wirklich ein... Ach. So. Benutzen Sie das Low-Code. Versuchen Sie etwas zu machen. Sie werden sehen, dass Sie damit ganz viele Punkte und ganz schnell Aufmerksamkeit erzeugen können. Und... dass es auch wirklich funktioniert, dass Sie damit auch Business voranbringen können, dass Sie damit auch Frustabbau bemerken von diversen Mitarbeitern, die dann oftmals sagen, jetzt kommt ja noch so ein Excel-Sheet oder noch so ein komisches Tool. Und wenn man es geschickt anstellt, kann man da sehr, sehr, sehr viele positive Reaktionen erleben. Versuchen Sie es einfach. Ein richtiger Appell, Herr Arnold. Herr Dabrowski, was sind aus Ihrer Sicht auch Chancen des Ansatzes? Also ich habe heute für mich mal was mitgenommen, nämlich wir sind nicht allein. Wir haben das ja eigentlich gemacht aus einer puren Not und aus Anwendung, aus sozusagen ganz fachlichen Erwägungen heraus. Ich bin Organisationsberater und Evaluator. Mich interessiert Software eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte mein Projekt und meinen Kunden voranbringen, damit er mir den nächsten tollen Auftrag gibt. Insofern habe ich mich heute sehr über Herrn Lürkens und Herr Adelmann gefreut, die sozusagen von sich aus auch solche Ansätze anwenden. Ich hoffe, dass ich noch mehr Beispiele halt höre und dass man sich sowas damit halt auch ein bisschen vernetzt.
Denn ich merke eins, es ist ein richtiges Kulturproblem, wenn ich sozusagen in der Verwaltung irgendwo mal so einen Ansatz präsentiere, gucken sich alle nur verständnislos an und sagen, was will der? Wollen Sie jetzt hier eine Software hinstellen? Und ich sage, nein, wir haben hier 100 Tage Projekt und dann sind wir auch fertig. Das glaubt man uns dann auch manchmal nicht. Also ich glaube, da haben wir noch ein paar Jahre Arbeit vor uns, damit sozusagen auch, wie gesagt, solche kleinen Ansätze laufen. Die bringen in Summe nämlich eine ganze Menge. Danke. Da ist es ja dann auch umso wichtiger, dass wir solche Best Practices haben, wie das Kraftfahrt-Bundesamt, Herr Lürkens. Was ist Ihr Resümee? Was nehmen Sie auch mit aus der heutigen Runde? Also ich schließe mich mal dem Appell von dem Herrn Arnold an, einfach mal ausprobieren und machen. Ich denke, für Behörden ist es einfach wichtig, nochmal ganz klar die Einsatzfelder abzugrenzen, nach dem Motto erstmal darüber nachdenken, was will ich überhaupt, welche Rand- und Rahmenbedingungen habe ich. Wir haben eben über Datensicherheit, Datenschutz und Ähnliches gesprochen. Und dann ganz klar eingrenzen, wo kann tatsächlich der Anwender der Fachabteilung die Freiheit bekommen, etwas zu machen, ohne dass dann das Ganze unpflegbar wird, wenn genau dieser Anwender gerade vielleicht den Bereich wechselt oder in Ruhestand geht oder sonst was, damit wir keine betrieblichen Abhängigkeiten haben. Also Einsatzfelder ganz klar definieren und ansonsten einfach mal machen. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Adelmann, Sie haben ja auch erläutert, in welchen Fällen das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung Low-Code benutzt. Was sind so Ihre Key-Learnings auch aus dem Bereich, was das Thema angeht? Ja, ja, also ich fasse jetzt nochmal, es wurde ja vieles schon gesagt, ein paar Punkte ganz kurz zusammen, und zwar die Möglichkeit, da schnelle Umsetzungen hinzubekommen für kleine Themen oder auch, sagen wir mal, so für die Ideensammlung. Rapid Prototyping war, glaube ich, hier schon mal so als Ansatz da. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass man sozusagen wirtschaftliche Vorteile hat, weil man eben nicht Wege geht und dann gegebenenfalls in die falsche Richtung umsteuern muss mit viel Geld, sondern kurzfristig dann reagieren kann. Ein dritter Punkt, den habe ich jetzt andeutungsweise auch von Herrn Lürkens gehört, den ich hier noch hatte, ist, dass wir festgestellt haben, in bestehende Anwendungen ist es einfacher, sich einzuarbeiten gegenüber dem Fall in der Vergangenheit. Da gab es halt, oder es gibt halt immer Wissensträger für die Fachverfahren, die sich etabliert haben. Die gehen irgendwann mal in Ruhestand oder wechseln ihre Funktionen. Und dann muss es jemand anders übernehmen und das funktioniert hier sehr gut. Also das ist noch ein Punkt, den ich da einbringen sollte. Und dann auf der anderen Seite gibt es übergeordnete Themen wie das Thema Daten. Also man muss so ein bisschen die Grenzen kennen. Es gibt eben andere Verfahren auch. Das Thema Datenschutz ist auch ein Architekturthema, was sozusagen auch mit dem Betrieb angeht. Das muss man ganzheitlich betrachten, gehört in diesem Zusammenhang natürlich auch. Und ein weiterer Punkt, den ich für wichtig halte, ist, dass man die Komplexität der Gesamtlösung, die man im Hause hat, versucht, möglichst gering zu halten, einfach um Überblick zu behalten. Und so einen gewissen Wildwuchs muss man zwar irgendwo tolerieren, aber auch irgendwann Grenzen ziehen. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Dankeschön. Lieber Herr Oetmann, Sie haben das Schlusswort. Vielen Dank. Also zuallererst mal möchte ich mich ganz herzlich hier bei allen beteiligen. Ich finde, lassen Sie mich das gerne so sagen, ich finde, wir waren ein tolles Team. Wir haben das sehr unterschiedlich, sehr kontrovers, aus unterschiedlichsten Perspektiven interdisziplinär diskutiert. Das fand ich klasse. Ich möchte gerne mit einem kleinen Beispiel schließen. Ich glaube, die Hersteller und Erfinder des Schweizer Taschenmessers hatten nie vor, den klassischen Spezialhandwerker oder Werkzeughersteller abzulösen. Das Schweizer Taschenmesser ist eine Allzweckwaffe, ja, die von jedem eingesetzt werden kann, der so ein bisschen sich auskennt und weiß, wie es funktioniert. Aber das hat Grenzen. Es gibt einfach Dinge, die man tun muss. Da braucht man Spezialequipment, da braucht man spezielle Fähigkeiten zu. Und ich glaube, wenn man sich so eine Brücke vorstellt, auf der linken Seite die große Komplexität der Fachlichkeit, auf der rechten Seite die große Komplexität von Technologie, die sich immer schneller entwickelt. Selbst wenn beide aufeinander auf der Brücke zugehen, bleibt in der Mitte immer noch eine Lücke. Und ich glaube, APEX ist eine tolle Möglichkeit, Fachlichkeit auf der einen Seite, insbesondere wenn es um Anforderungsmanagement und Umsetzung von Anforderungen geht,
zu unterstützen und gleichzeitig das Know-how, was wir in unseren IT-Abteilungen haben, bestmöglich mit einzubeziehen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Sie alle und ein schönes Wochenende. Dankeschön, lieber Herr Irdmann. Ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen, sehr verehrte Herren, einmal als Referenten und Mitstreiter hier dieser Diskussionsrunde bedanken. Ich fand es eine sehr spannende Runde. Wir haben auch echt hartgesonnene Teilnehmer. Also die sind größtenteils noch dabei. Ich danke Ihnen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, dass Sie auch für Ihre Anwendung und Beispiele dann auch an der einen oder anderen Stelle noch was mitnehmen können. Und habe noch eine Bitte, weil die Anmerkung auch aus dem Chat kam, dass wir Ihre Präsentation natürlich gerne bekommen würden und Sie im Nachgang mit dieser Veranstaltung dann auch ins Internet stellen würden. Gerne auch mit Kontaktadresse, sodass wir da drauf zurückgreifen können und Sie auch nochmal von den Teilnehmern angesprochen werden können. Dann bedanke ich mich jetzt aus dieser Position ganz recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen, falls wir uns nicht mehr sehen oder hören sollten, noch eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute an alle. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an die Referenten dieser Runde. Es war eine sehr spannende Diskussion. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können auch heute wieder den ein oder anderen Anwendungsfall mit nach Hause bzw. vielmehr mit in Ihre Behörde nehmen. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal beim digitalen Start mit dabei sind. Zum Beispiel, wenn Sie sich weiter darüber informieren wollen, wie Sie Ihre Behörde modernisieren und erfolgreich digitalisieren können, empfehle ich Ihnen unser Webinar am 15.12. hier beim digitalen Start online. Wir sprechen darüber, wie Sie mit Prozessen Ihre Behörde erfolgreich digitalisieren. Und ich freue mich auf Sie. Bis dahin und bleiben Sie gesund.